Da sind wir. Da ist die Jude Kim. Steht hier noch mit ihrem Schatz. So. Und ich habe die Mods noch mal ein bisschen sortiert, weil ich hatte ja von euch den Tipp bekommen, dass auf jeden Fall zum Beispiel die Übersetzungsdateien, weshalb die Übersetzungen bei mir zum Beispiel nicht so funktioniert haben. Wisst ihr was? Die mixt sich einen Drink. Wir laden erstmal direkt die Gruppe ein. Erstmal direkt Versammlung starten. So. Sehr gut. Genau, dass man halt die Übersetzungsdateien über den eigentlichen Mod-Dateien unbedingt liegen haben muss. Und da habe ich nochmal ein bisschen geguckt und das war tatsächlich bei mir ja dann nicht mehr unbedingt der Fall, weil ich das ja in Unterordnern hatte. Und deswegen ging das dann, glaube ich, auch vielleicht nicht mehr richtig. Also ich bin mal gespannt, ob jetzt andere Dinge und das hier so alles auch wieder ein bisschen mehr auf Deutsch irgendwie ist und ob das funktioniert. Und guckt sie euch an, ihr seid alle so gorgeous. Okay, wir müssen vielleicht Travis Scott heute noch umstylen. Das müssen wir vielleicht auch noch machen, weil er ist ja das neueste Mitglied. Aber da gucken wir dann mal, ne? Komm, wir machen erstmal mit ihr einen geilen Handschlag. Hier, Handschlag. Mach mal bitte. Mit Selina Huppertz. Queen, guckt sie euch an. Aber ja, so ein Umstyling für die Kim wäre auf jeden Fall was. Wir müssen ihr auch vielleicht mal ein Sportgerät anschaffen, dass sie mal ein bisschen mehr Fitness zwischendurch macht. Kann sich aber jetzt erstmal wieder hier ein bisschen so mit allen unterhalten. Bitte ihn mal, uns auf Simstagram zu folgen. Also ich würde sagen, wir bestellen auch gleich direkt mal. Ich habe gesehen, wir brauchen wieder ein bisschen Farbe. Also weiße Farbe, lila Farbe und dann brauchen wir noch MDMA-Powder und hier brauchen wir noch blaue Farbe. Jo. So. Das heißt, da pressen wir auf jeden Fall noch eine weitere Runde und versuchen auch, Bruno hat sich hingelegt. Es ist ja auch 2 Uhr morgens und ich mache erstmal eine schnieke Gruppenversammlung. Ja, wer kennt's nicht? Wer kennt's nicht? Sind wir eigentlich schon maximiert im DJen? DJen, DJen. Nee, noch nicht. Ah, DJ mixen auf den höchsten können wir auf jeden Fall auch hinkriegen. So. Die haben so ganz. Ah, krass, ihr hattet Überschwemmung bei euch, Kim, letztes Jahr. Und dann hattet ihr leider ein ziemliches Rattenproblem. Das ist natürlich bitter. Das ist natürlich richtig bitter. Ich habe, glaube ich, also gegen die Haustierratten hätte ich auch nichts, aber die in Real Life, die sind schon, also das ist schon nicht so cool. Wir haben das hier auch tatsächlich, es ist ein bisschen schwieriger, weil hier auf dem Land natürlich auch immer viel Tierhaltung und so ist. Und da ist selbstverständlich halt auch eher halt, ist mal so, dass viele Ratten unterwegs sind. Level 6 einfach der Mixenfähigkeit, geil. Und deswegen hatten wir auch mal so eine Box aufgestellt, so, die halt extra so konzipiert ist, dass halt keine anderen Tiere da dran gehen können. Das ist ja bei uns dann auch immer wichtig, weil wir natürlich auch den Nachbarskatzen und so hier nicht, genau, da passen wir natürlich höllisch auf. Also es wäre ein Albtraum. Genau. Kim, kannst du da, Kimi Maus, hören's einfach mal auf. Ich wollte ganz gerne noch, oh, ich glaube, ich muss gleich niesen. Sorry. So, ich muss Material kaufen. Material müssen wir kaufen. So, haben wir die Bar jetzt wieder sauber? Sehr gut. Hätte ich auch eigentlich lassen können. Wir haben ja inzwischen eine Putzfrau. Wir haben ja, danke schön, danke schön, danke schön. Wir haben ja inzwischen eine Putzfrau. So, also, was hatte ich gesagt, was wir alles brauchen? Wir brauchen blaue Farbe. Ich nehme einfach 2. Komm, ich nehme einfach nochmal Farbe von allen 2. Die kostet ja auch nichts, wisst ihr? Super. Die ist ja wirklich günstig. Dann brauchen wir MDMA Powder. Da brauchen wir... Oh, das wird wieder teuer. Dann brauchen wir 3 Stück. Okay, ich glaube, und der Rest... Ja, der Rest, das war's. Perfekt. Kimi Maus, auch wie süß. Das war jetzt echt Zufall. Ja, das ist ja, du fühlst dich wahrscheinlich die ganze Zeit angesprochen, wenn ich hier mal von Kim rede, ne? So. Okay, dann sind auch um einiges kleiner. Ja, ja, klar, natürlich. Also Haustierratten ist mir schon klar. Also dass das, was eine andere Hausnummer ist, ist Logo, ne? Also, ja, ich bin immer so, wir haben zum Beispiel jetzt vor ein paar Tagen auch eine kleine Spitzmaus gerettet. Also denken wir, also hoffen wir, dass wir sie gerettet haben. Die lag nämlich morgens einfach bei uns im Waschbecken. Daniel kam ins Bad. Hallöchen, Daphne, willkommen. Daniel ging ins Bad morgens
Und ja, auf, da lag halt einfach eine kleine Mini-Spitzmaus und er war so total so, hä, okay, wo kommst du denn her? Ja, die kam natürlich aus dem Waschbecken nicht mehr raus und dann hat er sie halt nach draußen gesetzt, in der Hoffnung, dass es ihr dann wieder gut geht. Und wir haben sie dann nochmal umgesetzt in die Sonne, dass sie ein bisschen sich auftanken kann, weil sie war ein bisschen kalt. Ja, und dann war sie halt einfach irgendwann weg. Hat nochmal so ein bisschen rumgefiebt, so an den Mülltonnen, hat sich dann nochmal ein bisschen beschwert, dass wir sie bitte in Ruhe lassen sollen. Und irgendwann war sie weg. Also, ich glaube einfach fest daran, dass sie es geschafft hat, ja, und dass sie überlebt hat und jetzt einfach in den Wald abgedampft ist, der ja bei uns direkt gegenüber beginnt und einfach jetzt ein glückliches Leben führt. In real life, in realistischer Weise, keine Ahnung, ob sie es überlebt hat. Aber ja, Daniel war dann auch so, ich kann die aber jetzt ja nicht hier um die Ecke bringen. Ich kann das nicht, ne? Also wir sind wirklich so, congrats. E-Pill wurde verkauft. Okay, Leute, das hatten wir das letzte Mal schon mal. Take? Nee. Ship to customer, da ist es. Geil. Verschicken. Jetzt verschicken wir unsere erste E-Pill. Geil. Cool. 50 hat die gebracht. Started selling on the dark web. Also hier seht ihr, die Übersetzung hat schon mal nicht gegriffen. Ist egal. Jawollo, hat funktioniert. Ja, Baku und Anaya gönnen sich bei uns. Ist in Ordnung. Ja, super geil. Super geil. Gehst du mal. Hallöchen Bombini, willkommen. Und Hallöchen Moonsong Pixie. Darf ich dich Pixie nennen? Ich hoffe, das ist okay. Also, nice. Okay, dann müssen wir direkt wieder noch was listen, um noch zu verkaufen. Pixie, super. Machen wir. Lass mal gucken. MDMA. List for sale. Super. Super, super. Achso, da gönnen sich ja die anderen beiden. Aber wir können denen mal auch die Veranstaltung wieder beenden, dass sie das wieder abdampfen können, wenn sie Bock haben. Können wir da noch irgendwas, irgendwelche geilen Punkte irgendwie uns holen? Gruppenvorteile kaufen, lass mal gucken. Lasst uns mal gucken. Was haben wir denn hier? Romantikbonus. Lustigkeitsbonus. Ja, lustig ist immer gut. Was haben wir denn hier noch? Charisma-Bonus, ne? Charisma-Boost. Ja, das ist super. Okay, mehr Punkte haben wir nicht. Perfekt. Bin am Putzen. Ja, ist doch in Ordnung, Desert Rose. Ist doch alles supi. Super. So, kannst du mal da noch den Rest gleich auch ernten und dann verkaufen wir mal, was wir nicht mehr brauchen, beziehungsweise müssten dann ja auch wieder hier was curen. Also trocknen lassen. So, was haben wir denn zu verkaufen? Die E-Pill. Blue Hearts, die haben wir zu verkaufen. Wunderbar. Hillary. Ah, wir haben kürzlich darüber gesprochen, ein Baby und so weiter. Ah, das sollst du schon selber entscheiden. Du weißt doch, wir sind dafür nicht so. Du putzt, ich mach Essen und spring hin und her. Ist auch super, Leute. Hör mal, alles, worauf ihr Bock habt. Verkaufen. Tschüss. So, Kim. Einmal bitte alles hier curen und so. Achso, jetzt erntet es auch noch Paradiesvogel. Ach super. Ja, super. Also wir kümmern uns heute so ein bisschen um Skills und so alles Mögliche. Versuchen ein bisschen was zu verticken. Ne? Also wie die Küche sieht wieder aus wie Sau. Wird sich die Putzfrau drüber freuen? Ist er ein Träumchen? Ja. Sehr gut. Okay, die da können noch weg. Hatte ich die Versammlung nicht beendet? Nee, hatte ich nicht. Enden. Tschö. Tschüssi. So, sie nimmt sich wieder ein Stück Torte. Oh, du sitzt gemütlich im Garten. Das ist auch immer hervorragend. Renault gönnt sich eine Wanne. Auch schön. Sehr, sehr schön. Läuft doch alles wie am Schnürchen. Hallo, Nachbar. Ey, Alter, du wohnst eigentlich bei uns. Aber ist okay, Cameron. Ist okay. Können wir ihm was verticken? Ist er eigentlich schon Kunde? Erzähl ihm mal eine lustige Drogengeschichte. Die GeekCon. Ey, wir könnten ja vielleicht, aber die ist ja eigentlich bei uns, aber ist ja egal. Wir könnten ja zu GeekCon reisen und da ein bisschen was vertickern. Ja, könnte man eigentlich machen. Kennenlernen? Ja, Kim. Ich muss gerade mal lesen, was sie ihm jetzt gesagt hat. Sie hat ihm irgendwas erzählt und jetzt ist sie angespannt. Jetzt ist sie angespannt. Responsible Use. Also, was hat sie erzählt?
Du bist heute wirklich gut aussehend, Cameron. Ich glaube, ich sage dir das nicht oft genug. Findest du mich attraktiv? Ja, Kim. Oh mein goodness, schon der Nächste wieder? Oh, Kim, ey. Mach mal eine geschickte Entschuldigung. Ich weiß zwar nicht, warum er sauer über dich sein, auf dich sein könnte. Hallöchen, Anja, Frage nochmal. Also, begrüßt hatte ich dich schon, ob ich zur Gamescom gehe. Meine Liebe, ich glaube tatsächlich, dass die Gamescom leider... Hallöchen, Katja, vielen lieben Dank für dein Follow. Willkommen. Ich glaube tatsächlich, dass die Gamescom für mich leider dieses Jahr ins Wasser fällt, weil ich in der Zeit operiert werde. Warte, Vicky? Vicky, was willst du? Highscore auf der Geekcon. Ja, reisen wir zu Geekcon und verticken da ein paar Pillen schon, oder? Gehen wir zu Geekcon. Ist überhaupt nichts Schlimmes. Dankeschön, Katja. Mir geht's gut. Lieben Dank. Wie geht's dir? Genau, die Gamescom ist doch, glaube ich, Ende April, wenn ich mich nicht vertue. Und wir nehmen jetzt mal Bruno mit. Wir nehmen mal Bruno. Bruno, wo ist er? Wieso seh ich ihn schon wieder nicht? Ist er nicht da? Ach, Leute. Wo ist Bruno? Er ist nicht da. Aha. Dann nehmen wir die Mädels mit. Lanola noch, Anaya, Selina, Hillary. Auf geht's. Genau, Ende August werde ich an der Nase operiert. Und nein, ich lasse mir die nicht korrigieren oder so. Ich lasse sie mir quasi innerlich korrigieren. Ich habe ja Polypen durch meine ganzen Allergien und die müssen rausgenommen werden. Ja, und da bin ich leider out of order. Ich weiß halt nicht, wie lang. Und die Gamescom ist ja doch immer von Donnerstag bis das ganze Wochenende. Und ich glaube, da bin ich noch nicht wieder fit. Leider. Ja, und ich werde am 24. operiert. Hallöchen, Lalu, willkommen. Aber ich freue mich dann drauf, vielleicht dann einfach, wenn es nächstes Jahr klappt. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, die Gamescom so zu nutzen, um sich halt dann zu treffen und so mit euch, das wäre schon voll cool. Das wäre schon echt mega chillig. Also das funktioniert im Regen nicht, Alter. Das ist super. Naja, Polypen kommen nicht nur von Allergien, aber es ist leider eine sehr bekannte Nebenwirkung. Meistens kommt es doch, glaube ich, also ihr könnt mich auch korrigieren, ich bin nicht super, super, super up to date und habe das noch nicht super recherchiert. Aber die kommen meistens tatsächlich durch Nebenhöhlenentzündungen. Ja, das ist halt gar nicht cool. Aber mir geht's inzwischen, also jetzt aktuell geht's mir schon wieder relativ gut. Die Gamescom ist immer in Köln. Kim, die ist immer in Köln, Massadors. Marc! Das Date ist super gelaufen. Er ist so toll. Mach du mal mit unserer Ex rum. Ist in Ordnung. Genau, die ist immer in Köln. Und ich liebe die Gamescom auch sehr. Ich war viele, viele Jahre immer auf der Gamescom. Ich habe sogar schon mal auf der Gamescom gearbeitet für PlayStation. Das war auch anders wild, sage ich euch. Aber mehr erzähle ich darüber nicht. Hi, vielleicht ist es gerade ungünstig, aber ich bin gerade nach Hause gekommen und ja, ich habe mich ausgesperrt. Haha, ich bin so doof. Bruno, wir wollten eigentlich, komm hier hin. Komm hier rüber. So, ich will ihm jetzt hier gerne... Was macht Väterchen Frost da? Ja, man fragt sich, was Väterchen Frost hier macht. Ich will halt einfach eine Runde zocken. So, wir verkaufen ihm alles, was geht. Ja, wunderbar. Bruno ist gerade beschäftigt. Ja, der ist beschäftigt damit, vor der Tür zu stehen. Nussi, ey. Nussi! Ach, die sind kaputt. Okay, warte, ich cheate die gerade wieder ganz. Weil da habe ich jetzt keinen Bock, die hier zu reparieren. So. Was sollen wir machen? Spiele auf der Motion-Platte spielen. Toll, alle sind schon am Spielen. Ultimativer Spieltest. Gehen Sie dahin, bitte. Gehen Sie dahin, bitte. Gehen Sie dahin. Ach, da war noch einer frei. Habe ich nicht gesehen. Sorry. Okay, dann geht. Ja, ist egal. Vertreiben wir die, oder? Ja, perfekt. Wir haben sie übertrieben. Super. Sehr, sehr schön. Vererbung und chronische Entzündung durch Allergien. Ja, ja, das ist ungefähr das, was halt bei mir das Problem ist, weil ich ja schon seit 14, 15 Jahren jetzt unter Allergien leide.
Und deswegen müssen die erstmal raus und dann muss ich meinen aktuellen Allergietest machen, um zu gucken, was überhaupt noch los ist. Ich bin da halt deswegen zum Arzt, weil ich echt teils wirklich gescheitert wird. Mach nochmal. Weil ich wirklich echt fast keine Luft mehr abends und nachts vor allem gekriegt habe. Und das hat mich so genervt, weil ich einfach nicht mehr gut schlafen konnte. Und dann war ich halt beim Arzt und der sagte, ja, ja, okay, es sind auf jeden Fall schon mal die Polypen, die müssen definitiv raus. Und dann habe ich halt auch Cortison-Nasenspray bekommen, was natürlich nicht ganz so geil ist, aber it is what it is und es hilft mir halt jetzt momentan gut. So kriege ich wenigstens wieder Luft, ne? Das ist halt, ja. Tofu-Würstchen, da muss man halt abwägen. Aber ja, ich vertrage es halt einigermaßen okay. So, Kim, geh mal dir ein Tofu-Würstchen noch holen. Und ich glaube, irgendwer wollte noch was kaufen, ne? Wo ist der Shigeru, war das, ne? Wo ist denn der? Ist der denn da? Dominic Fires. Hier, du wolltest doch Eleonor Holunder. Ajo, das ist wieder die Geschichte. Wir sind ja immer noch für keine Geldhochzeit, oder? Ich glaube, wir sind immer noch für unter welchen Bedingungen nehmen die 2,5. Jo. Nice. So, ich glaube, er wollte doch was kaufen. Lass mal gerade gucken. Ich glaube, er wollte Weed. Weed! Hast du Würstchen geholt? Ja, super. Super. Und jetzt vertickt dem mal sein Weed. Wir müssen ja gucken, dass wir unser Konto hier auffrischen, ne? So, was ist das Teuerste? Hier ist super. Kriegst du so viel, wie du willst. Sehr schön. Hallo, schön. Aber vielleicht verkaufen wir dem auch noch ein paar Pillen, oder? Komm, wir verkaufen dem auch noch ein paar Pillen. Nee, machen wir nicht. Draxel. Zell. Komm, ich repariere euch mal den Fernseher. Ich bin nett. Kannst du dem verkaufen? Kim, wo rennst du hin? Kim, wo rennst du hin? Ich wollte eigentlich, dass du ihm gerne verkaufst. Zell. Malcolm. Ja, wir sind gute Freunde. So. Perfekt. Boah, 14.000. Ey, ich schwör's euch, das geht so schnell, ne? Ey, oh, Geekon ist vorbei. Wir haben leider verloren, aber ist ja egal. Allergisch bedingtes Asthma. Oh je. Ja, ich hoffe halt einfach, dass es dadurch dann im Prinzip einfach gelöst ist und ich dann auch auf das Cortison-Nasenspray dann in Zukunft verzichten muss, kann. So, lass uns hier mal eine Runde auflegen. Für ein bisschen Trinkgeld. Ne? Ab geht's, Kim. Ab geht's. Ja, dann komm halt her, Hillary. So. Wer will ein bisschen dancen? Da sind schon einige da. Dieses Outfit, ne? Das ist immer noch so geil. Kokett werden. Ja, du bist ja schon kokett, aber ist egal. Werd nochmal kokett. Es geht ab. Und Christopher und Lilly haben Spaß. Sehr schön. So, das dann machen wir mal weg. Also unser Ziel ist es ja, 500.000 Simoleons zu besitzen. Und noch andere Dinge, glaube ich. So, lasst mal Trinkgeld springen, Leute. Da, sie will kaufen. Das machen wir aber. Das kriegen wir hin. Jo! 108! Geil! Sehr geil! Super gut. Ich lasse sie spielen, bis sie Level 10 ist. Dann hat sie einfach die DJ-Mixen-Fähigkeit maximiert, Leute. Sag mal, ist es eigentlich irgendwie möglich, sie auch als Star-DJ irgendwie arbeiten zu lassen? Weil ich habe das bisher immer nur bei den anderen gesehen. Oder kommt das dann mit steigendem Ruhm sozusagen, dass dann da irgendwann halt Star-DJ steht? Weil die anderen, zum Beispiel Selina, ist ja ein Star-DJ. Gut, wir haben ja auch noch David Guetta und den Calvin Larynx hier am Start, ne? Aber das würde ich eigentlich voll cool finden, wenn sie dann auch noch so Star-DJen wird. Das wäre schon geil, muss man sagen. Das wäre schon super. Cash. Vicky! Ja, Freundschaften sind immer toll.
Ah, Shigeru findet uns geil. Nee, Shigeru, wir ignorieren dich. Wir ignorieren dich einfach. Vergiss es. Nochmal 108. Ah, nee, 72. 180 insgesamt. Goal. Läuft. Also wir haben jetzt Dienstag in-game. Fast, also bald Mittwoch. Ich glaube, ein Festival könnte eventuell sein, dass wenn wir auch ein bisschen vorspulen und sie ein bisschen hasseln lassen, so Fähigkeiten aufbauen und so, dann kann ich vervorspulen. Dann schaffen wir ein Festival heute. Hätte da bestimmt Bock drauf, ne? Ich lasse jetzt auch mal ein bisschen vorspulen. Dann hört sich die Musik zwar nicht mehr so geil an, aber... Und hier ist Salim einfach. Guckt ihn euch an. Salim einfach hier, the Pro Dancer. Wow, jetzt haben wir schon 252 insgesamt gemacht. Jetzt wird's langsam geil. Und Simeon so, Party! Aus dem Reich der Magie rauf auf die Tanzfläche. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Manchmal bin ich auch einfach nur ein bisschen peinlich. So, Kim, wie lange dauert das denn da, um die DJ-Fähigkeit zu maximieren? Mach mal schneller hier. Hört so auch gut an. Nochmal 72. Ja, geil. Leute, wir haben Ziele. Wir finden das sehr gut hier. So muss das laufen. Shigeru, boah, ey, der nervt mich im Moment, ne? Der ist sowas von abhängig, der Typ ist. Dabei sprechen wir immer über Responsible Use. Oh. Aber was sie hier abreißt, ne? Oh, sie hat Ruhm dazu gekriegt, sehr geil. Nice. Ah, ich wollte sie eigentlich maximieren lassen. Ich lasse ihr das zu Hause. Weil sie hat, glaube ich, keinen Bock mehr. Wo ist jetzt hier die eine zum Verkaufen? Ist schon wieder pinkeln? Ah, perfekt. So, verkauf nochmal schnell ein bisschen Weed. Schnell. Oh. Oh, Gewitter. Ich hasse Gewitter in Sims. Vor allem ist es auch so laut einfach. Und sie hat sich eingepinkelt. Ist egal, oder? Nee, sie stinkt einfach so. Okay, stopp, stopp, stopp. Alles, Kommando zurück, Kim. Kommando zurück. Ich rette dich. Wir fahren nach Hause. Ich rette dich. Du armes Ding, ey. Meine Güte. So, Bruno haben wir einfach ausgesperrt zu Hause gelassen. Ist mir auch ehrlich gesagt egal. Er hätte ja mitkommen können. Hallo? Dann wäre er nicht ausgesperrt gewesen. So einfach ist das. Muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, ne? Dam, dam, dam. Dam, dam, dam. So, warum sagt er mir eigentlich jedes Mal Objekte entfernt? Ist mir Latte. Was hat die Putzfrau eigentlich heute geleistet? Auf jeden Fall war unser schimmelndes Brot produktiver als die. Alter. Wie sieht's hier aus? Ich habe meinen Schlüssel vergessen. Ich schwöre, dass das nie wieder passiert. Ja, schwör du mal. So, sie stinkt einfach. Ja, sehr laut. Dachte gerade, hier wäre Gewitter. Nee, 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 nee. Das war Sims. Sims Gewitter sind einfach anders laut. So. Gehen's danach bitte einmal duschen. Und danach lege ich sie erstmal pennen, weil sie ist hundemüde. So, machen wir das mal wäsch. Schlafen. Sehr gut. Ah. Ruhe. Es ist Ruhe. Schön. Schön, 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 schön. Ja, also wir müssen mal gucken, ne, wie es mit dem Cash dann so aussieht. Also ich glaube, die meisten von den Maisonette-Apartments, die kosten halt so 5.000 immer pro Rechnung. Und es ist schon not bad. Hier blinken mal die ersten Pflanzen, Leute. Oh, geil. Oh, ist das toll. Aber ich habe das Gefühl, das dauert Jahrzehnte gefühlt. Egal. Egal, egal, egal. Und dann musst du hier bitte alle gießen. Sehr gut. Und können hier bitte, guck mal, wir können mal bitte Marvin bitten, beim Putzen zu helfen. Das geht doch jetzt mittlerweile, ne? Wo geht denn das nochmal? Mitbewohner rauswerfen? Nee, das wollen wir nicht. Irgendwo kann ich doch. Ich habe das sonst immer direkt als erstes da stehen. Bitten beim Putzen zu helfen. Bitten, Krankenhaus zu besuchen. Ja, dann geh du mal. Bist du krank? Weh, du bist krank, ey, Alter. Da geh. Lass dich untersuchen, Jung. Lass dich untersuchen. So, was haben wir hier? Kim, kannst du das bitte einfach alles aufräumen? Please, do it. Einfach alles. Alles aufräumen, bitte. Ja, danke. Danke, danke, danke.
Wieso steht hier eigentlich, Düngen mit Müllpflanze hilft? Aha. Echt? Ist das gut? 522 Wochen Miete. Naja. Naja. Nun ja, nun ja. So, die stellen wir jetzt mal weg. Kim, gibt es noch... Kannst du das auch bitte einfach aufräumen? Einfach aufräumen. Gibt es noch sowas wie Gartensalat? Damit du nicht die ganze Zeit... Oder warte mal, wir können vielleicht hier noch irgendwas machen. Caprese-Salat. Nee. Aber warte mal kurz. Mach mal eine große Portion Caprese-Salat. Brunch servieren. Caprese-Salat. Ah, jetzt bist du fertig mit Putzen und stand alles rum. Ich habe dich nicht gesehen, Putzfrau. Eieieiei. Feinschmecker-Kochfähigkeit. Jawohl. Ja, es geht dir schlecht, ne? Was hat sie? Dry Skin. Oh Gott, Kind. Oh, da musst du halt mehr Lotion auftragen. Apply Lotion. So, super. Haben wir wieder ein bisschen was Gesundes am Start hier. Heieiei, was läuft denn da? Läuft Musik, die dir nicht gefällt. Okay, kein Problem. Stereoanlage, Sender wechseln, Retro. Ich glaube, Retro magst du. Was hast denn da jetzt? Boah, Leute. Ich möchte etwas tun, um mich selbst zu verwöhnen. Nee, lass mich in Ruhe. Miese Zeit. Ew. Ja, ein Sportgerät wäre tatsächlich aber ganz gut für sie. Muss man sagen. Und das da müsstest du auch noch aufräumen. Schätze können. So. Ah. Bruno. I want to show you how much I love you. Do you want to make love? Of course. Yeah, but only because I want to show you too. Ja, das machen wir. Das ist doch schön. Okay, dann räumt sie nach dem Nimmerchen wieder auf. Da räumt sie gleich nach dem Nimmerchen auf. So, spuren wir das mal vor. Hatte sie hier jetzt eigentlich... Oh, da ist noch eine ready. Ah, es geht jetzt gerade nicht. Ah, es geht jetzt gerade nicht. Ah. Bist du jetzt zu gut für mich? Hm. Nein. Alles okay? Du bist doch selber so ein krasser Promi. Was willst du denn jetzt von uns? Ja, Wohnverhältnisse sind scheiße. Ja, toll. Cameron... Ah, nee, geht ja gerade nicht. Die trockene Hautgeschichte, ich glaube, die kommt von... Kommt die von Slice of Life? Ich weiß nicht, ob die von Slice of Life eventuell ist. Ich bin mir nicht sicher, Leute. Hallöchen, eiskalte Träume. Schön, dass du reinschneust. So, Kim, alle gießen. So, wo war jetzt die eine? Die konnten wir doch weiterentwickeln. Wieso geht es jetzt nicht mehr? Boah, lasst mich gerade mal in Ruhe. Wieso geht das jetzt? Die haben doch gerade eben geblinkt, oder? Die haben doch geblinkt. Wir haben doch geblinkt. Wieso blinken die jetzt nicht mehr? Jetzt bin ich enttäuscht. Das ist traurig. Von der Preteen? Ist das sicher von der Preteen-Mod? Ich weiß es nicht. Sind alle unsere Mitbewohner... Ach, die sind nicht anwesend, ne? Deswegen kann ich es denen noch nicht zuteilen. Es ist ein Desaster, Leute. Kannst du das bitte aufräumen, Kim? Please. Wer ruft jetzt schon wieder an? E-Pill! Sehr gut. Sehr gut. Welche hatte ich hier? Ship to Customer. Ach, Kim. Hör auf, so wütend zu sein. Es ist alles in Buddha. So, perfekt. Jetzt geht's mal schnell verkaufen. Subi. Das da kannst du bitte auch noch aufräumen. Boah, ist das ätzend. Ah, er ist schon auch am Putzen. Sehr geil. Vicky. Erwin, Priest und ich hatten eine Menge Spaß. Ja, schön. Freut mich. Kannst du hier alles ernten? Sind die wieder am Blinken? Nein. Voll doof, dass sie nicht blinken. Mann. Okay, ich glaube, wir können wieder pressen. Jawohl. Was haben wir denn aktuell nicht so am Start? Wir haben die Blue Hearts. Ah, da kann ich auch welche verschicken. Da kann ich auch welche verschicken. Oh. Geil. Kim, alles verschicken. Alles, hau weg. Hau weg den Dreck. Also, ist ja eigentlich super Qualität, ne?
Chip. Chip. Take. Okay. Chip. Hallöchen, Smurly. Vielen lieben Dank für dein Follow. So, take. Okay. Chip. Guck mal, wie da die Fuffis reinflattern. Das ist der absolute Wahnsinn, Leute. Ich bin begeistert. Ey, wir können einfach immer weiter? Was? Das ist ja voll... Ah, nee. Oh, jetzt habe ich Take geklickt. Scheiße. Jetzt habe ich Take geklickt. Kimi, tut mir leid. Sorry. Ah, Kim, dann geh halt erstmal pieseln. Ist okay, geh jetzt halt pieseln. Ah ja, während Marvin in der Wanne liegt, oder was? Ja, ist in Ordnung. Und Bruno läuft einfach einmal nackig. Ah gut, mit deinem Astralkörper kannst du das auch bringen, ne? Ist schon in Ordnung. Der mit seiner Gesichtsmaske. Was? Was ein Zirkus hier, die Leute, ey. Ich schwör's euch. Wieso ist die denn schon wieder so dreckig? Geh bitte kalt duschen. Ist das vielleicht vom Sex? Okay. So, Kim. Kannst du noch weiterverkaufen? Ist das geil. Einfach immer weiterverkaufen, Leute. Ich raste aus. Und die sind auch schon wieder alle fertig. Oh mein Gott. Bombini, ganz lieben Dank für dein Follow. Freut mich, freut mich. Alter, guckt euch das an. Wir bleiben jetzt einfach instant am Briefkasten stehen. Wisst ihr? Wie geil ist das denn, bitte? Hillary. Ja, ist okay. Also, sagen wir mal so, es ist wirklich sehr viel Grinden, ne? Nein, ich take one more. Nein, 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 nein. Oh Gott. Ich habe Bedürfnisse, ja, weißt du? Ich habe auch Bedürfnisse in meinem Leben. Weißt du? Hab ich auch. So, Marvin. Marvin, bitteschön, da ist dein Bett. Alter Schwede. So, sie ist da für Weed, ne? Oh Gott, ich sollte mal anfangen, mir das einfach wirklich zu merken. Einfach merken, Sarah. So schwer kann es nicht sein. Kannst du ihr bitte Weed verkaufen? Ja, sie ist eine gestresste Mutti. Da muss man sich halt mal Tütchen rauchen, um entspannt zu bleiben. Hat das jemand gehört? Ich hoffe nicht. So, kriegst den teuersten Shit, weil du bist ja aus Tatosa. Einfach 16,2, Leute. Das ist, also, boah. Chip. 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 Schon Level 3? Also das ist ja mal komplett OP, oder? Das ist ja mal ein Witz. Nein! Und wieder Take. Das ist ja mal komplett... Also stehst du einfach im Briefkasten und verkaufst immer weiter. Können wir da nicht so eine Dauerschleife einrichten? Das wäre voll toll. Also bis wirklich keiner mehr Bock hat, verkaufe ich hier am Briefkasten. Bis keiner mehr was will. Geil. Ja, ja, ein Glück, der Stream ist ab 18, auf jeden Fall. Anders könnte man das auch nicht verantworten hier. Ab Kokain wird es schon fast zu einfach. Ist das so? Okay. So, take. Ah, jetzt sind wir durch. Jetzt sind wir durch. Jetzt sind wir durch. Können wir noch was curen? Ja, natürlich können wir noch was curen. Und jetzt können wir nichts mehr machen. Sie ist benommen. Hat sie sich aufgehangen? Ja, ich glaube, sie hat sich aufgehangen. Kimi, Chatscan. Ah, jetzt ist sie wieder da. Och, weißt du, Marvin, dann mach halt. Ist mir egal. So, dann passt du mal auf. Dann machen wir mal hier Purple Play... Also, was haben wir? Wir haben die blauen, die Blue Hearts, die lilanen Purple Playboys haben wir. Okay. Und die weißen. Okay. Dann machen wir mal die Pink Rolex. Die stellen wir mal her. Einfach hier voll im Grind-Modus. Ja, Festival kriegen wir locker hin. Guck mal, es ist schon Donnerstag, 0.30 Uhr. Super. Kriegen wir locker hin. Und vorm Festival stylen wir sie um. Okay? So machen wir das. Hatten wir eh jetzt verkauft? Ja, hatten wir, ne? Will sie nochmal? Mal gucken. Boah, wir ziehen den Leuten so das Geld aus der Tasche, ne? Fühle ich mich schlecht, deswegen... Nö, irgendwie nicht. Weil das ist ja just for the fun hier. Ja, geil, die nimmt nochmal. Alter. Hammerhart, ey. Was? SWAT-Team? Oh, 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 scheiße. Der hat die Pressmaschine einkassiert. SWAT-Team?
Sergeant. Oh, okay, warte. Ich will gerade kurz einmal speichern, weil ich jetzt nicht weiß, was gleich passiert. Ich weiß nämlich, das habe ich noch nie erlebt. Ich weiß absolut nicht, was passiert. Nicht spoilern, bitte. Nix spoilern. Kann ich gegen die kämpfen oder so? Kann ich? Oh. Skiba. Shreeb. Frika. Oh, 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 nein, nein. Ach du Scheiße. Kim wird verknackt. Kim wird verknackt. Scheiße. Und jetzt chillen die hier in unserer Bude oder was? Hallo, könnt ihr bitte abhauen? SWAT-Team, oh mein Gott. Ja, und jetzt? Arrested. Ja gut, wahrscheinlich wird sie einfach irgendwann wieder freigelassen, ne? Ja, die Polizei gibt's also doch. Genau, Jago, habe ich mir auch gerade in dem Moment gedacht. Die chillen auch einfach in unserer Küche rum. Ich trinke mal in der Zeit ein Teechen, bis Kim wieder da ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Guck mal, wie die vier alle hier einfach bei uns. Ja, die feiern unsere Bude. Die Pflanzen. Ne, die Pflanzen sind noch da. Oh, die Pflanzen sind noch da. Eieieiei. Die Pflanzen sind noch da, Leute. Oh mein Gott. Kann ich die irgendwie verprügeln oder kann ich die. Kann ich den einfach just go away? Komm, wir schicken die einfach weg. Just go away. Ich schick die einfach weg. Ich schick die einfach weg. Haut ab. Einfach weg. Sie ist gleich wieder da. Brech ab, dann bricht sie aus. Ist zumindest bei Extreme Violence so. Ah, bricht sie dann? Sollen wir es abbrechen? Ja, versuchen wir. Nee, geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Und dann ist das nur, wenn man den Extreme Violence wahrscheinlich noch installiert hat, ne? Kannst du ihr irgendwie sagen, dass sie ausbrechen soll? Ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Bei, hier Drugs, warte mal. Miss Mental Headshop? Nee. Ich glaube, ich muss einfach wirklich warten. Convenience Store, Reisen, ne? Die Zeit, das tickert ja runter, ne? Das läuft ja, das tickert ja einfach runter und unser scheiß Müll, Staubsaugerroboter ist defekt. Da ist sie wieder. Okay, warte, warte. Was, sie kommt einfach direkt mit Filzläusen aus dem Knast zurück? Hör mal, also das sind aber Zustände, ne? Wo sind wir denn hier? I don't know what is worse, that prison cell or the fact that the cops confiscated all my belongings. Ouch. Aber unsere Pflanzen sind noch da. Also, Kim has been released from jail. She's informed that a trial is coming up in a couple of days. Okay. The smart move right now is to get a hold of a lawyer. Okay. Okay. Also Filzläuse müssen wir auf jeden Fall erstmal behandeln und einen Anwalt sollten wir uns auch nehmen. Sollen wir uns einen Anwalt nehmen oder select law firm oder sollen wir einfach umziehen? Ich habe zu viel auf einmal verschickt. Ah, im Schlafzimmer hatte ich ja gar nicht mehr so viel. Das hatte ich leider nicht. Also dann ist es eigentlich echt dumm, wenn man das im Dingens hat. Aber die Pflanzen haben sie nicht genommen. Die kann ich jetzt erstmal alle jäten. Also es ist natürlich bitter, dass sie uns die ganzen gepressten Pillen und so weggenommen haben, weil wir hatten ja echt viele. Wir hatten ja echt viele Pillen. Das waren jetzt bestimmt 300 Pillen oder so, aber I'm not mad about it, ja, ist auch egal. Haben wir auch schnell wieder verdient. Aber witzigerweise, die Rohstoffe lassen sie einem. Also am allerbesten ist tatsächlich, man hat das nicht im Inventar, Leute. Wenn ich das vielleicht irgendwie in so einer gesaveten Kiste oder sowas habe. Boah, Alter. Wieso kann ich dich nicht reparieren? Egal, machen wir gleich. Und wenn ich das dann einfach. Oh, die verwelkte Pflanze. Ja, die müssen wir entsorgen. Und wenn ich das dann einfach. Es
gibt doch irgendwie so eine Art Lagerkiste, oder? I'm kinda turned on right now. Ja, wir kommen frisch aus dem Knast, Bruno. Ich kann's verstehen. Komm, erstmal auf. Nein, sie hat doch Dingens. Nein, 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 nein. Nein, 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 sorry, Bruno. Sorry, sorry, sorry. Gerade nicht. Wir müssen da erst noch eine Behandlung machen. Warte mal kurz. Warte kurz. Hier, Wicked Store, bitte. Geh dir einmal schnell das Shampoo holen. Holen wir direkt zweimal. Du hast mich bis jetzt gemieden. Nein, Clemens Frost, lass uns in Ruhe. Oh. Die waren gut versteckt. Ja, jetzt, nein, nein, er hat keine Läuse. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das haben wir nicht getan. Haben wir nicht getan. So, sie ist wieder da. Sehr gut. Okay, da war einfach nur... Was? Schreibst du mit meinem Babe? Nein, lass uns in Ruhe. Was ist denn da alles los, Alter? So, geh mal gerade duschen, Kim. Geh mal kalt duschen und dann machst du dir einmal bitte hier Läuse-Shampoo drauf. Use. Sehr gut. Kommt ihr aus dem Knast einfach mit Filzläusen zurück. Ich glaube, tagt, weißt du. So, alles ernten nochmal. Hier können wir auch noch, glaube ich, alles ernten. Dann müssen wir wieder curen. Also es kann natürlich eventuell echt sein, dass ich es mit dem Briefkasten übertrieben habe. Maybe. Maybe. Maybe, maybe not. Ja. Oh. Ja. Nun gut, bisschen dumm gelaufen. Wir kaufen uns übers Dark Web dann jetzt wieder eine neue Pillenpressmaschine. Kohle haben wir ja zum Glück genug. Reißt natürlich trotzdem ein ganz schönes Loch in die Kasse. Ich würde jetzt... Lass mich in Ruhe, müsst ihr selber entscheiden. Ist mir doch Wumpe. Ja. Genau, also... I don't know. Das könnte natürlich wirklich daran gelegen haben. 7-3. Aber wir kriegen das. Will be delivered. Okay. Da, die passen tatsächlich in den Briefkasten. Die Pillenpressmaschine. Nun gut. Nun gut. Hallo Nachbar. Salim, lass uns bitte in Ruhe. Wir haben gerade ein kleines persönliches Tief. Verdeckte Pflanze entsorgen. Hatten wir... Oh, Leute, warte. Nein! Host a Rave. Ach so, nee, warte. Ach, scheiße. Jetzt habe ich das wieder falsch gemacht, Leute. Ach, Kimi. Wir sind aber heute nicht gut organisiert, muss ich auch sagen. Das hat mich jetzt komplett rausgebracht. Cameron. Ja, kannst Pillen kaufen kommen. Ist okay. Die Frage ist halt, ob wir irgendetwas einstellen können, mit dem man sozusagen nicht gefunden wird. Das wäre jetzt natürlich noch interessant. Das müssten wir dann mal Stück für Stück herausfinden. Aber ja, ich glaube, wir nehmen uns jetzt auf jeden Fall auch gleich mal einen Anwalt. Host a Festival. Book Celebrity DJ. Wollen wir die Miss T8? Die probieren wir auch nochmal, ne? Die hatten wir noch nicht. Wir machen mal Miss T8. Dann, nee, stopp, hier muss ich hin. Dann machen wir natürlich noch den Rest vom Party Planning. So, und zwar brauchen wir eine Security SimSec. Es könnte eventuell sein, dass Bruno was zu tun bekommt auf dem nächsten Festival. Wir machen mal eine Medium Campaign. Wir machen es mal nicht ganz so laut und ganz so groß. Ne? Nur so zur Sicherheit. Ich bin jetzt gerade ein bisschen vorsichtig. So, kannst du das mal noch ernten gehen? Supi. Und dann machen wir mal hier alles. So, das läuft. Er wollte Pillen kaufen, gell? Ach so, wir haben ja gar keine Pillen. Wir haben ja gar keine. Auf unsere Pflanzen ist Verlass. Sind wir schon wieder bei 11.000, Leute. So, sobald die Pressmaschine wieder da ist, pressen wir natürlich weiter. Oh, Jobangebot. Nee, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Alle gießen, so. Wir müssen auf jeden Fall... Aber krass, dass sie die Pflanzen und die Rohstoffe haben sie nicht einkassiert. Das ist auf jeden Fall gut, ne? That's a good. That's a good. That's a good. Kann ich ihm denn irgendwas verkaufen? Na, wir erzählen mal eine lustige Story. Yo, yo, yo. Ist die Post schon da gewesen? Nein. Nein. Warum ist sie die ganze Zeit so zornig? Böse gesinnt. Wegen Merkmalhitzköpfig. Ach so, weil sie arrested wurde. Naja gut, das kann man verstehen. Dann such dir mal noch einen Anwalt aus.
Aber Viet haben wir auch gerade nichts am Start, ne? Nee, haben wir auch nicht. Jo, super. Die anderen können wir uns... Ah, die können wir uns nicht leisten. You get what you pay for. Oh. Ja gut, müssen wir ja machen, ne? 5000! Oh, Alter. Thanks for going with us. We will do our best to help you out for whatever that it's worth, okay? Ich hab kein Weed. Ey, ohne Spaß, wenn die uns für 5 Mille da nicht raushauen aus der Nummer, ne? Oh mein Gott, Leute. Nun gut, das, we're here for the fun, ne? Also das hat auf jeden Fall, sagen wir mal, es hat Spaß reingebracht, ja? Das auf jeden Fall. Wütend kacken. Do it. Gehen Sie bitte wütend kacken, Frau Kim. So, dann, gönne ich ihr mal ein bisschen Caprese-Salat. Ein Gericht nehmen. Und dann hoffen wir halt, dass mit dem nächsten Festival noch was reinkommt. Und dass am nächsten Tag müsste ja unsere Pressmaschine wieder in einem Briefkasten liegen. Pillen. Ja, wir haben halt keine. Wir haben ja nichts, ne? Ne, wir haben nichts. Wir haben ja nichts. Nix ist am Start hier. Gar nichts. So. Wir könnten ja mal aber noch ein bisschen was kreuzen hier. Was haben wir denn hier? Das ist eine AK-47 und das ist eine Purple Haze. Wir hatten doch hier hinten, hatten wir doch irgendwo die, das ist die gekreuzte, genau. Purple und AK-47, okay. Dann nimm doch mal von der hier einen Ableger und von der Husch, Gosh. Ableger. Und dann brauchen wir von der Sour Diesel noch einen Ableger. Mal die denn? Dann können wir wenigstens da so ein bisschen was machen, ne? Von der nehmen wir auch noch einen. So. Also. Wir haben hier AK-47 und Purple Haze. Dann machen wir hier Purple Haze und OG Kasch. So. Supi. Und dann machen wir hier mit Sour Diesel. Genau. Wir haben nichts. Supi. Perfekt. Pfleg deinen Garten. Pflegen Sie Ihre benötigt keine Pflanze. Okay, ist in Ordnung. Ja, es tut mir wahnsinnig... Ach, guck mal, die zwei Schnuggels. Ach, Bruno, es tut mir wahnsinnig leid. Wir haben uns ein bisschen wenig um dich gekümmert, ich weiß. Aber wir hatten so ein bisschen Stress. Ja, wir hatten so ein ganz kleines bisschen nur Stress. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Wir können ja mal gerade noch gucken. Wir haben ja hier noch ein bisschen was zum Lesen, weil vielleicht... Oh, die wollen alle was kaufen, ne? Wir können ja mal... M for the Molly. Wir können ja mal hier noch ein bisschen uns weiterbilden. Weil ich weiß ja gar nicht, ob man auch mit fortgeschrittenerem Skill sozusagen auch dann halt weniger erwischt wird. Maybe. Müssen wir uns mal angucken. Müssen wir uns angucken. So. Lesen Sie schneller. Am nächsten Tag kommt die neue Pressmaschine, aber das war auf jeden Fall, hat das richtig ein Loch in die Kasse gerissen. Heftig. 5 Mille einfach der Anwalt. 7 für eine neue Pressmaschine. Kokain. Lies mal noch weiter Kokain, bitte. Da müssen wir auch weiterkommen. Wo hat sie denn, wie sieht's mit den Leveln aus? Da ist sie noch Level 1. Level 1. Aber Pillendealen ist auch schon richtig gut geworden, ne? Dark Web Rating ist auch einfach richtig gut bei ihr. Aber ja, wir haben leider gerade nichts, was wir verkaufen können. Leider ist nichts am Start. Ja, ihr wollt alle kaufen, ich weiß. Der Laden ist leider gerade geschlossen. Na komm, wir können ja mal ein bisschen mit Bruno... Geht mal mit Freunden aus. Lebensstil in Gefahr, glücklicher Single. Ja gut, das ist halt auch leider nicht mehr, ne? Das ist halt auch nicht mehr, Kim. So, die zwei gehen jetzt mal mit Freunden aus. Oh, das ging aber schnell. Oder sie ist alleine gegangen. Alright.
Alright. Okay. Wenn sie wieder da ist, es geht ihr gut. Es geht ihr hervorragend. Es geht ihr hervorragend. Komm, Kim, dann maximieren wir mal deine DJ-Fähigkeit in der Zeit. Wir warten jetzt im Prinzip auf Post und wir warten auf das Festival. Wir warten auf das Festival. Befindet sich entweder nicht auf dem Grundstück. Okay. Hä? Dann verwerft ihn mal. Verstehe ich irgendwie nicht, wo die sind. Egal. So, werde jetzt einen Film gucken. Ja, aber klar doch. Aber klar doch, Lilly. Alles gut. Macht ihr einen entspannten Abend. Chill eine Runde. Ist doch alles subi. Tschüssi, ne? Bist ja vielleicht am Freitag wieder am Start. Dann machen wir hier mit den Werwölfen weiter. So. Alright. Wir kriegen einfach auch Trinkgeld in unser... Oh, maximiert. Wow. Den Robohelm freigeschaltet. Du findest ihn im Schrank. Okay. Oh. Super. Was habe ich hier noch für Sprösslinge liegen? Die muss ich auch noch verarbeiten. Das ist von Purple Haze. Okay. Lass mal gerade gucken. Welche haben wir denn hier noch gekreuzt? Das ist OG Kush und Sour Diesel. Dann machen wir mal hier eine mit Purple Haze. Mit Purple Haze. Und dann veredeln wir die einfach noch mit dem anderen. Okay, du kannst aufhören, Kim. Ich wollte es maximieren, haben wir geschafft. Ja, schön. Urlaub ist immer was Feines. Das ist immer was Feines. So, war die Post schon da? Nein. Ich schwör's euch, Leute, wenn man auf was wartet, ne? Wenn man einfach auf was wartet. Kim, kannst du mal aufräumen, bitte? We need the pill presser back. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Leute, Leute, Leute. Ach, guck mal, hier, die sind... Da kannst du alles ernten. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß, alle wollen kaufen. Und der Laden ist zu. So. Oh, guck mal, hier ist auch schon wieder alles ready. Sehr geil. Ja, das ist alles noch am Reifen. Es ist leider alles noch am Reifen. Kann ich das Ding eigentlich mal ausmachen? Nö, ne? Man kann es einfach nie ausmachen. Sehr gut. Hier kannst du auch nochmal den Rest ernten, bitte. Und dann müssen wir hier alles curen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Wie sieht es mit der Promotion aus? Ja, geil. Die ist auf jeden Fall auch ready. Das heißt, heute Abend gibt es ein Festival. Immer noch keine Post. Mensch. Und Bruno pennt, ist aber auch okay. Wir haben heute Abend Festival. Was macht sie jetzt wieder eine Torte oder was? Nee, 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 diese Torten. Immer diese Torten. Das kannst du auch mal trinken hier, wenn das da schon darum steht. Gönn dir. 10 Uhr morgens an einem Freitag. Erstmal einen Cocktail gönnen. So, da ist aber alles gut. Da kommt unsere Putzfrau. Sehr gut. Ja, dann wir warten auf den Briefträger, Leute. Kim, kommen Sie mal hier. Mach mal weiter mit MDMA. Ach, du hast auch Hunger, ne? Ja, sie hat auch Hunger. Machen wir gleich. Machen wir gleich. Kriegen wir hin. Jo, Leute, das war auf jeden Fall heute ein richtig geiles Erlebnis. Ja, sollst du selbst entscheiden. Ist mir egal. Ist mir egal. Aber Hauptsache auf unseren normalen Pflanzen ist einfach Verlass. Ah, guck mal, Leute, ist gar kein Thema. Wir verkraften das hier. Aber was hätte man denn jetzt gemacht, wenn man sich das hätte gar nicht leisten können? Also klar, den Pillenpresser ist jetzt immer so Luxusproblem und so. Die Post ist da!
Die Post ist da, Kim. Hol die Post. Schnell. Sehr gut. Zack. Ha. Uns hält niemand auf, Leute. Ah ja, stimmt. Jetzt haben wir wieder alles nicht. Oh nee, was fehlt denn uns? Ach, die haben bestimmt das MDMA-Puder eingesackt, hä? Ja, ja. Ja, das haben sie eingesackt. Alprazolam fehlt uns noch. Okay. Amphetaminsulfat. Oh, das wird schon wieder teuer. Tür abschließen. Also die Haupteingangstür oder was? Oder sollen wir einfach das vielleicht hier bei ihr in den Raum stellen? Und, wir können die Pressmaschine natürlich auch einfach hier bei ihr in den Raum reinstellen. Ah, stopp! Ah, scheiße. Falschen Knopf gedrückt. Stopp. So. Wir können die natürlich auch einfach hier bei ihr hinstellen. So. Hübsch. Und dann die Tür ist, glaube ich, eh abgeschlossen, oder? Lass mal gerade gucken. Abschließen für. Jeden außer Mitbewohner. Ja, jeden außer Mitbewohner. Das müsste funktionieren. Okay, Kimi. Du sitzt da ja schon. Pass auf, wir müssen bestellen. Nein, ich kann leider gerade nicht. Wir müssen bestellen. Das reißt jetzt nochmal ein Loch in die Kasse, aber ist halt, wie es ist. Wir müssen ja weitermachen. Also, das da mussten wir bestellen. Oh, ich glaube, ich mache erstmal die günstigeren. Wir machen erstmal die, wo ich nur noch das Dingens brauche. Hier. Ach Mist, ey. Ich hätte ein bisschen besser aufpassen sollen. Dann hätte ich das auch schon direkt mitbestellt. So, hier ist noch nichts fertig, ne? Nein. Nein. Nichts ist fertig. Okay. Wir lassen sie ein Disco-Nickerchen machen. Ein Disco-Nickerchen for you. Und dann werden wir sie umstylen. Umstylen. Und dann geht's aufs Festival. In der Hoffnung, dass das etwas besser läuft für uns und da nicht auch noch die Polizei kommt. Aber ist denn da jetzt eigentlich irgendwo... Nee, ne? Da ist nichts. Ja, sie kriegt nur ihre Periode, Mental Breakdown und so. Ja, kennen wir. Geh nochmal auf Toilette, bitte. Kannst du nicht auf die Toilette jetzt? Steht der Pillenpresser im Weg? Lass mich, was? Ah, best of luck, chances are she is going to need it. Also Kims Prozess startet. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah. Okay, warte, Sekunde. Ich gehe gerade mal kurz. Ich glaube, ich tue mal die Bilder weg. Braucht sowieso kein Mensch. Ich glaube, sie kommt nämlich nicht mehr raus, weil der Pillenpresser im Weg steht. Haben wir hier eigentlich noch irgendwas im Inventar jetzt? Nö, haben wir nicht. So. Okay, kannst du jetzt auf Toilette gehen? Ach, es hat alles aufgefüllt. Kann sie... okay. Ach, ist sie jetzt quasi wie gefangen in ihrem Zimmer oder was? Hallöchen Jackie, Kim steht jetzt aktuell vor Gericht. Wir hatten heute relativ zu Beginn des Streams... hatten wir das SWAT-Team bei uns in der Bude, die den Pillenpresser, Kim. Okay, Moment. Ich muss mich ja gerade konzentrieren. So, abschließend für. Ah, bestimmten Sim-Sperren? Nein. Also ich glaube fast, wir können die Tür für Polizisten nicht abschließen. Also wir sind, um das nochmal zusammenzufassen, wir sind vom SWAT-Team hier überrascht worden, die uns die Pillenpressmaschine einkassiert haben und alle unsere Rohstoffe und unsere fertigen... Oh, Bruno. Ja, ich könnte für jeden außer Kim abschließen, aber dann kann halt Bruno, unser fester Freund, halt auch nicht mehr ins Schlafzimmer, was halt auch doof ist. Ja, komm hier. Komm, dann schieben die zwei nochmal ein Nümmerchen, bevor es dann aber zum Festival und zum Umstylen geht. Ja, ist schon soweit. Macht's schnell!
also, genau, und deswegen haben wir uns dann noch einen Anwalt geholt. Wir haben die Pillenpressmaschine wieder geholt. Das hat alles ein Riesenloch in unser Budget gerissen. Wir haben jetzt deswegen nur noch 5,9, obwohl wir heute schon mal 17.000 hatten, aber okay. Und ja. Jetzt wollen wir gleich das nächste Festival machen. Auf jeden Fall ist sie jetzt mal gerade wieder aus dem Zimmer wieder raus. Hallo, ich habe kein warmes Wasser, müsste baden. Nee. Das ist nicht okay. So, die zwei gönnen sich und dann fahren wir. Nee, dann stylen wir erstmal um. Schneller! Oh, Leute. Aber ich bin halt mal gespannt. Mhm. Genau deswegen ist FSK 18 hier, ganz genau. Wegen den ganzen Mods und dem überhaupt im Storytelling und allem hier. So, okay. Stop it. Wir brauchen jetzt erstmal den Cass Full Edit Mode. So. Immer diese Polizisten so unentspannt. Hast du vollkommen recht. Ich verstehe das auch nicht. So. Die kommen auch durch abgeschlossene Türen. Ja, ja. Ja, das dachte ich mir auch schon. Das ist wahrscheinlich egal. Aber war kein schlechter Gedanke. War definitiv kein schlechter Gedanke. Ich weiß es noch nicht. Ich habe noch keine Erfahrung mit der Polizei gemacht. Das war jetzt unsere erste Erfahrung mit denen. Wir gucken uns das dann nochmal an. So, jetzt lass uns mal kicken. Das sind die zwei Outfits. Wir haben ja gesagt, wir wollen ein bisschen was Frisches sehen an ihr. So, wir gehen natürlich auf Custom Content. Also Frise und Make-up würde ich lassen, weil finde ich iconic, gefällt mir immer noch ziemlich gut. Von daher bin ich da eigentlich mit allem zufrieden. Wir können sie natürlich schon mal ein bisschen schicker machen, weil ich meine, so langsam wird sie ja hier zur Baronin. Jetzt mit ihrem ersten Prozess zieht sie wahrscheinlich auch ganz schön viel Aufmerksamkeit auf sich. Oh mein Gott, Leute. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Ich bin so gespannt. Nee, das ist zu brav. Nee. Das ist ein bisschen zu nackig, ne? Das ist ein anderes Let's Play. Andere Farbe. Haarfarbe meinst du? Anja, meinst du Haarfarbe eine andere? Ah, das sind ja ihre Party-Outfits. Nee, wir spielen tatsächlich eine Challenge. Und zwar spielen wir aktuell das Szenario Cocaine Cowboy. Das spielen wir aktuell. Nur, dass wir so beim Thema Cocaine noch nicht so weit gekommen sind. Aber ich weiß auch gerade gar nicht mehr, ob das jetzt eine gute Idee wird. Aber das werden wir sehen. Hier so was Chilliges, das sehe ich auch eigentlich an ihr. Sowas sehe ich an ihr. Was haben wir da noch so für Print? Ralph Lauren. Das ist eigentlich ganz geil. Ja, das ist eigentlich ganz nice. Weil ich finde, sie ist ja schon so eine sportliche... Eher, ne? So ein bisschen sporty. Ja, ich glaube, wir lassen das mal. Finde ich eigentlich ganz nett. Dann machen wir hier wieder ein Hose- und Oberteil-Outfit. Lass mal gucken. Ja, wir geben ihr gleich auch ein seriöses Outfit. Das kriegen wir hin. Guck mal hier, die Louis Vuitton vielleicht. Oh, mit der Chanel. Das ist die Chanel. Guck mal, eine Chanel-Gürtelchen kann sich bestimmt inzwischen leisten, ne? Das gefällt mir nicht so. Aber das ist eigentlich ganz geil. Oder halt schlicht in schwarz. Schwarz ist eigentlich auch immer nice. Fake News, ja. Ach, Leute. Ja, guck mal, das hier wäre ja schon fast so ein seriöses Outfit, ha? Schön mit der Leo-Bluse. Ihr Blömchen, guck mal. Schön. Lass mal gucken. Was finden wir? Nothing to wear. Für meinen Prozess. Oh Gott, ich finde es. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt eine gute Idee ist, jetzt gleich direkt auch noch ein Festival zu machen, aber ist mir egal, Leute. Wir gehen hier all in, wisst ihr? Ist doch. Wir sind doch hier dafür, ne? Oh, guck mal, das hier ist aber auch geil. Das mag ich. Das finde ich schön. Nee, mit Schwarz. Mit Schwarz drunter. Und das steht ja aber gut. Aber ich weiß nicht, ich finde die Haarfarbe an ihr eigentlich ziemlich geil. Ich meine, Hallöchen Franzi, alles gut. Schön, dass du noch dazukommst. Dim, 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 dim. Ja, so entspannte Schuhe irgendwie einfach.
Oder hier diese fetten, die sind natürlich auch krass. Dankeschön, Sophia, für dein Follow. Lieben Dank. Nein, weiß nicht. Das ist immer die Qual der Wahl, Leute. Ich muss noch weitermachen mit Aussortieren. Ich bin noch nicht so. Wenn das ausschlaggebend ist für die Justiz, dann mache ich mir Sorgen. Ja, dann definitiv, Leute. Ach, ich gebe hier einfach so weiße Chucks dazu. Finde ich eigentlich immer chillig. Lass mal bei der Haarfarbe gucken. Aber irgendwie, ich finde das Orange halt nice. Oh. Wow. Okay. Oh mein Gott, ist das geil. Aber das Orange ist halt Kim irgendwie, ne? Oh, Rot steht ja auch. Ui. Ah, damn it. Anja, vielleicht hast du recht. Ah, das Blond ist auch... Das Blond finde ich auch richtig geil, ne? Das Platinblond hier oder so Grau steht dir bestimmt... Oh mein Gott, Grau steht dir auch so gut. Wow. Jetzt bin ich wieder verunsichert. Ich glaube mal für so eine Weile das Platinblond vielleicht. Für ein Weilchen. Guck mal, was haben wir hier an schicken Outfits? Okay, das ist definitiv knapp, zu knapp fürs Gericht. Guck mal hier, sowas. Das ist very serious. Sehr. Wir nehmen das auf jeden Fall ernst, aber es ist vielleicht ein bisschen zu drüber. Dann eher sowas Lockeres. Guck mal hier. Aber nicht in der Farbe, sondern dezent. So. Ist aber auch ein bisschen kurz, ne? Ist ein bisschen kurz fürs Gericht. Ich glaube, wir lassen mal kurz... Ah, das da ist auch sehr seriös. Guck mal, in schwarz oder so. Oder hier so. Ja, ich erkenne sie gar nicht wieder. Ich erkenne sie gar nicht wieder. Das ist nicht meine Kim, aber ist egal. Wir müssen ja freigesprochen werden jetzt. Kriegen wir da normale Pumps? Sarah, hast du normale Pumps? Einfach was ganz Normales. Nichts, was so krass ist. Hier, der Dior. Schick. Guck mal, fürs Gericht. Ne? Fürs Gericht ist doch toll. Also ich finde ja, Kim ist ein Kurzhaartyp. Weil ich habe sonst immer nur Sims mit langen Haaren. Und ich finde es voll geil, dass sie halt einfach mal Kurzhaartyp ist. Deswegen möchte ich ihr die kurzen Haare unbedingt lassen. Ich gebe ihr mal noch zusätzlich irgendwie ein bisschen geile Reizwäsche für Bruno. Das liebe ich auch, das Set. Das finde ich so chillig. Hola. Hola. Okay, ist vielleicht ein bisschen sehr krass, oder? Aber nicht noch irgendwie hier nur einfach so Schlüpper oder so. Wäre es auch schön knapp. Ja, ich glaube, wir lassen ihr mal den Schlüpper. Einfach Unterwäsche. So. Also, hier, das sind ja ihre Party-Outfits. Die finde ich eigentlich immer noch voll geil. So, hier ist das Festival-Outfit. Jetzt wird's ernst. Ich finde das da eigentlich auch immer noch iconic. Deswegen würde ich das gerne zusätzlich einfach lassen. Weil das so schön ist, das möchte ich ihr nicht wegnehmen. Wir gucken erstmal wieder bei den Haaren. Oh. Oh. Wow. Oh mein Gott. Okay, warte. Wir müssen mal gerade das da wegmachen, weil das ist ja von den Haaren und so. Moment, das da. Das da kommt erstmal weg. Wow, die steht ja auch richtig gut, die Frise. Uiuiuiui. Aber wir gucken mal ein bisschen durch. Oh, die steht ihr auch. Oh mein Gott, da leuchtet es auf jeden Fall die ganze Nachbarschaft mit aus. Wahnsinn. Wahnsinn. Was haben wir hier so? Auch geil, aber da finde ich die Farben nicht ganz so nice. Das ist schon cool auch. Das ist schon auch ein bisschen cool. Warte mal, ich brauche mal hier benutzerdefinierte Inhalte. Da. Sehr gut. Nicht nur Ausgekleidung. Wir nehmen alles. Ha. Dunkelblau, ne? Die ist aber nicht so am Start, die Frisur. Dunkelblau sieht geil aus, ne?
Was ist denn noch so richtig klassisch Festivalfriese? Lasst mal gucken. Ist ja nicht so, als ob wir hier keine Auswahl hätten. Die ist aber auch süß. Dunkelblau. Wie sieht dunkel... Ui. So ein bisschen Manga-Style, ne? Wollen wir ihr so ein Outfit geben? Oh. Toll. Oh, die ist geil. Stimmt, weil die hat so einen Farbverlauf hier unten drin. Wow. Oh, die finde ich schön. Die finde ich schön, weil die hat halt einfach auch einen schönen Farbverlauf, wisst ihr? Die finde ich, glaube ich, geil, weil dann können wir das Make-up eventuell auch lassen, beziehungsweise vielleicht machen wir... Oh, das Make-up ist einfach nur so großartig. Vielleicht machen wir was anderes auf die Lippen. Ja, gucke mal hier. Ui. Ui. Aber irgendwie so einen leichten Kontrast da drin finde ich schon nice. Was haben wir denn hier noch? Da gibt es auch grün. Aber grün weiß ich nicht. Nee, das ist zu hexemäßig. Das gefällt mir nicht. Das ist schon ein geileres Grün. Aber das ist... Yo, das Lila. Habe ich nicht auch so Ombre Lips? Warte mal kurz. Machen wir das weg da. Hier nur Ausgekleidung. Nix, nur Ausgekleidung. Gib mir alles. Ich habe doch auch sowas... Oder hatte ich das rausgeworfen? Weil ich mir dachte, ich benutze es nicht oft genug. Und jetzt könnte ich es gebrauchen, Leute. Story of my life. Weil ich hatte nämlich mal so welche, die waren so richtig bunt. Da waren auch so Pride-Farben und sowas drin. Die waren voll schön und jetzt habe ich die nicht mehr. Ich bin so dumm manchmal. Einfach nur dumm. Ich glaube, wir nehmen... Nee, welche hatte ich gerade? Die waren so geil. Die fand ich cool. So mit dem Lila. Voll krass. Okay. Okay, okay, okay. So, jetzt gucken wir mal. Wow. Das ist schon ein anderes Outfit, ne? Also das ist schon... Ich bin immer wieder fasziniert, was ich für ein Stuff besitze. Das hier hatten wir, glaube ich, das letzte Mal auch mal angeworfen, oder? Angeworfen vor allem, übergeworfen. Das finde ich auch schon cool. Oh, guck mal, so. Aber, na, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Lass mal nochmal weiter gucken. Ist gruselig? Okay. Wir probieren ja an. Tannengelande. Okay, Chat ist dagegen. Ist okay. Das ist zu tropical. Das ist auch viel zu brav. Ja, dass das auch zu brav ist, mir schon klar. Warte mal. Das da? Nee, das finde ich zu langweilig, glaube ich. Das hier ist auf jeden Fall richtig knapp. Aber, das hier finde ich auch... Auch cool, aber es ist ein bisschen zu wenig, glaube ich, ne? Das hier mag ich. Das, aber es ist für ein Festival, es ist zu wenig. Nee, das ist nur nuttig. Das muss ja nicht. Eieieiei. Hatten wir das da das letzte Mal auch übergeworfen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Oder wir geben ihr halt so ein verspieltes Ding hier. So was. Das ist halt so richtig boho. So mit Blümchen. Das ist auch süß. Das ist auch gar nicht so verkehrt. Ich warte mal, was ihr dazu schreibt, wie ihr das findet. Ah, oder guck mal hier. Zu brav, ne? Weil hier kommt doch noch das hier, Leute. Das war doch eins von denen, die wir eigentlich das letzte Mal nehmen wollten. Oh, ich glaube, wir nehmen heute das da. Ja. Das passt auch geil zu dem Farbverlauf und so. Und dann... was für Schuhe? Was für Schuhe zieht man dazu an? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht so Keildinger? Vielleicht einfach so eine Keilsandalette? Oder hier mit Fransen? Weiß mit Fransen. Nee, weiß ist hässlich. Jetzt müsste es den blau geben, ne?
immer nur Probleme. Es gibt immer das, was man gerade halt bräuchte, gibt's nicht. Alles klar, Pixi, gar kein Thema. Schön, dass du da warst. Und vielleicht hast du ja am Freitag wieder Zeit. Da sind wir nämlich wieder hier live. Aber da machen wir Werwölfe. Spielen wir mit den Werwölfen weiter. Oder hier die. Die sind auch schön, weil die sind, guck mal, wenn die in blau. Ja, guck mal. Die hier sind doch geil in blau. Nice. Okay, wir brauchen noch neue Ohrringe. Die hat sie nämlich eben verloren, weil ich ihr die weggeklickt habe. So, lasst uns mal reinschnuffeln. Was haben wir denn hier Feines? Die hier, die sind geil. Gibt es die in blau? Ja, gibt es. Die sind eigentlich zu diesem einen Outfit da. Aber so sind die richtig cool. So in blau. Was sagen wir? Schon geil, oder? Oder habe ich sonst noch so... So was Boho? Nee, die sind zu... Zu elegant. Die sind zu elegant. Nee, die finde ich auch nicht so schön. Ha, ich muss wirklich festivalspezifisch nochmal shoppen gehen. Das habe ich noch nicht geschafft. Ah, ich glaube, ich finde die ganz gut. Ich finde die Schlange eigentlich ganz geil. Die Federn. Ja, so Federn sind auch immer ganz süß, ne? Das hatte ich nämlich auch gedacht. Das sind nur solche Federn. Die sind ein bisschen traurig. Nee. Nee. Oder halt einfach so fette Kreolen. Da habe ich nämlich die hier. Die sind auch cool. Ich glaube einfach vielleicht so schlichte fette Kreolen. Weil diese Federn hier, die sind so mickrig. Die sind so klein. Das ist irgendwie nix. Ich glaube, wir nehmen die fetten Kreolen. Die finde ich schön. Subi. Perfekt. Kim ist ready. Dann gucken wir mal hier noch durch. Ach, hier haben wir jetzt das Blond natürlich nicht mehr drin. Moment, dann machen wir das Blond. Hier ist das Blond noch da. Sehr schön. Dann machen wir mal ein zweites Outfit. Hart, weil das finde ich auch immer noch süß, muss ich sagen. Oh, was ist denn mit dem hier? Oh, das ist auch, glaube ich, sie. Das ist auch Kim. Das ist hübsch. In Pastell. Lass mal gucken, wo ist das Oberteil dazu? Das Oberteil dazu, bitte. Ich hoffe, ich finde das jetzt. Das ist auch süß. Aber das ist eher so ein Schlafding. Na toll, es wird mir natürlich das Oberteil nicht vorgeschlagen. Ist ja wieder klar. Ist ja wieder klar hier. Oh, Moment, Benutzer definiert. Jawohl. Ach, das wäre aber auch... Das ist ein bisschen zu warm, oder? Wo ist das passende Oberteil? Oder einfach so ein schlichtes noch dazu. Oh, das ist auch knapp. Aber das ist auch süß. La 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 la. Wo ist der restliche Kram? Das war doch von Camouflage. War das doch, oder? Oder? Oh, das sieht auch süß aus dazu. Das finde ich cool. Das ist gebongt. Das finde ich süß. Haben wir noch ein paar andere Schüsche? Ja, sowas hier. Sehr geil. Finde ich geil. Mega. So, dann haben wir hier... Das ist ihr kaltes Wetter-Outfit. Okay. Wir lassen da mal eins. Wir machen noch mal ein zweites einfach dazu. Dann haben wir so ein bisschen mehr Variation drin. Aber ich will jetzt halt auch, das ist auch so, ich liebe das. Ich weiß nicht, wann ich das benutzen werde, aber ich finde es irgendwie geil. Weil ich will jetzt auch nicht mehr so lange nur mit Umstylen verbringen, weil wir wollen ja das Festival noch erleben und wahrscheinlich den Ausgang vom Prozess noch. Das wäre halt auch geil, wenn da heute noch was rauskommt. Vielleicht einfach sowas Chilliges für sie, ne? So ein langes Pullover-Ding. Das ist auch eigentlich so ihr Style, finde ich. Gibt es nicht noch was anderes so in Pullover-mäßig? Irgendwas finish. Ach, das da gibt es noch.
Das ist auch ganz süß. Aber ich glaube, ich finde das andere cooler, das hier. Lass mal die Farben abchecken. Alles gut, Amelie. Das ist schön. Freut mich, dass du noch reinschaust. Das freut mich. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich glaube, ich lasse sie einfach. Aber da sieht sie so ein bisschen tonnig drin aus. Also nichts gegen Kim. Ich liebe sie sehr. Aber das ist schon sehr weit. Das haben die Jungs an. Das finde ich, will ich ihr jetzt nicht anziehen. Aber hier gibt es doch bestimmt noch so einen weiten Pulli, oder? Hier so ein Balenciaga. Balenciaga ist immer gut. In Blau. Blau steht ihr gut. Das Grüne. Oder so ein langer Mantel. Aber ist sie denn so der lange Manteltyp? Ich weiß nicht. Ich finde, sie ist eher so der sportliche Typ. Ich kann ihr auch das da geben. Das ist natürlich auch immer chillig. In Schwarz. Wie unsere Seele. Das sieht auch immer süß aus. Nope. Eine normale Jeans vielleicht? Ja, normale Jeans. Und Schüschje. Achso, die machen die Waden so breit. Das finde ich nicht so schön. Das finde ich nicht so schön. Aber die glitschen ein bisschen. Das ist schade. Schade, schade. Passen die? Ja, die sind okay auch. Das sind die Ugg Boots. Die Uggs. Guck mal, süß. Okay, perfekt. Leute, wir haben's. Vor allem haben wir ein super geiles neues Festival-Outfit. Und wir haben ein seriöses Gerichtsverhandlungs-Outfit. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass sie das dann anzieht, ne? Ich weiß nicht, ob ich hier ein Outfit auswählen kann, wenn sie vor Gericht geht. I don't know, ich war noch nie vor Gericht, Leute. Ich war also... Oh mein Gott. So. Au, wie geht's? Au, wie geht's? Mit Bruno plaudern, alles schön und gut. Wir wollen bitte zum Festival. Host Festival. Oh nein, sie ist jetzt bei Gericht, oder? Das war's? Wo war sie denn jetzt hin? Das ging jetzt so schnell. Host the Festival. Geht das jetzt nicht? Abwarten, was geschieht, wo? Ah, Salim. Oh Gott, ich dachte gerade, es funktioniert nicht. Mimi, sie muss vor Gericht, weil wir relativ zu Beginn des Streams das SWAT-Team bei uns hatten und die haben unsere Pillenpressmaschine einkassiert, wie unseren gesamten Bestand und das war nicht so cool. Und die haben sie dann auch natürlich verhaftet. Und deswegen muss sie jetzt vor Gericht. Und wir haben eben irgendwann die Benachrichtigung bekommen, dass jetzt ihr Prozess gestartet ist, aber seitdem ist nichts mehr passiert und ich weiß halt nicht, was ich tun müsste. Ich hoffe, ich muss nicht irgendwo hinfahren und verpasse das einfach und schmeiß jetzt deswegen ein Festival. Warte, ich kann ja mal gerade gucken. Host the Festival? Nee, also wie gesagt, ich kann nicht irgendwo sagen, von wegen hier reist zum... Warte mal. Ich gucke nochmal alles durch, nicht, dass wir irgendwas verpassen oder so. Das sind die ganzen Therapiesitzungen. Ja, Pillen. Ja, ja, wir sind eine... also wir verkaufen hier... Drogen. Wir spielen mit dem Base Metal Drugs Mod. Gelegenheitsjobs? Nee, also ich, soweit ich das sehe, musste sie jetzt irgendwo extra hin oder so. Also von daher alles gut. So, Bruno, du hältst ja jetzt hier die Stellung. Ne? Unser You, the Security Boy. Wir checken dich einmal ab. Und das können wir ja besonders gut. Und dann hoffen wir einfach, dass hier alles gut läuft. So, jetzt ziehe ich ihr natürlich mal ihr geiles neues Festival-Outfit an. Dresser. Wechseln, Party and ding, 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 this one. Oh. 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 Ich
sterbe. Ist das ein geiles Kleid, ey. Kann ich das beantragen, auch zu bekommen? Ich hätte das sehr gerne. Oh, nice. So, Salim, willst du Stuff kaufen? Haben wir eigentlich schon wieder Stuff? Nee, wir haben wahrscheinlich nichts. Doch, wir haben wieder Pillen. Haben wir wieder Pillen? Hat er uns gerade... Ach, ich hab doch Xanax, ne? Ja, verkaufe ich ihm die. Wenn er sie haben will. Gucken wir mal. Er kauft uns die... Er kauft uns die Xanax ab. Wollen wir sie verkaufen oder wollen wir sie lieber behalten? Ach, komm. Nee, wir behalten die. Wenn wir verknackt werden, könnte es sein, dass sie die noch braucht. Oh, Misty 8. Geil. So, geht mal alle zusammen zuschauen, bitte. Sehr gut. Wo bist du, Kim? Sehr geil. Okay, jetzt können wir leider heute selber nichts verticken, weil wir nichts haben. It is what it is. Ja, sie passt perfekt in die Location einfach. Das ist der Hammer. Über Tanztechniken reden. Guck mal, hier mit dem kannst du dich auch ein bisschen unterhalten. Stell dich mal fröhlich vor. Red mal über deine Träume, nämlich dass du freigesprochen wirst. Oh, kannst du mir auch was einschenken? Das wäre voll toll. Beschreib mal deine neue Erfindung. Ey, ich habe jetzt den Pillenpresser 2.0, der wird auch nicht mehr einkassiert. Kim, kannst du ein bisschen socializen? Wir müssen noch socializen. Damit das hier wenigstens nicht schief geht. Danke dir. Also Misty 8 ist auch geil. Die können wir auch noch mal buchen. Kim, wo rennst du hin? Wieso hast du noch nicht socialized? Wir haben doch hier schon mit Leuten jetzt geredet. Mensch. Die Location gibt es auch bestimmt in der Galerie. Die heißt einfach Promenade Rave. Sorry, ist gerade ein bisschen laut, ne? Die heißt Promenade Rave. Oh. Sind auf jeden Fall ein paar Leute am Start. Das ist schon mal gut. Oh, Kim, kannst du dich einfach noch mit ein paar mehr Leuten unterhalten? Das müssen wir doch hinkriegen. Wo hängst du hier die ganze Zeit auch ab? Genau, geh mal zu den Leuten und schnack mit denen. Stell dich mal bei Raoul vor. Also, Sunny hat was geschrieben. Ich habe gelesen, dass du die Polizei bestechen kannst, um möglicherweise über eingehende Razzien informiert zu werden. Okay, und dann hast du kurz Zeit, deine Drogen zu verstecken, aber wie das funktioniert, ich weiß es nicht. Aber hey, das ist ja schon mal cool. Also das heißt, ich müsste mir nochmal gucken, welche Polizisten es waren, dass wir uns mit denen irgendwie anfreunden. Oder ich muss das nächste Mal auf die draufklicken und gucken, ob ich die bestechen kann. Müssen wir mal gucken. Es geht irgendwie heute sehr schwer voran. Auch mit dem Socializen und so. Es läuft irgendwie nicht so. Kim, mach das bitte noch. Do it! Do it! Do it, do it, do it! Und dann musst du mal hier dringend bei Barco deinen Anteil saven. Ja, wir können bei ihm natürlich Drogen kaufen. Ja, collect the cards, bitte. Sehr gut, das haben wir schon mal erreicht. Sehr, sehr gut. Collect the cards. Kim! Bei Schuhs. Nein, wir wollen unseren Anteil.
mach, 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 mach. Boah, ey, dann stresst mich das immer, wenn dann die Zeit weiter abläuft, ne? Oh. Und er einfach nur am Feiern. Ja, schön für dich. Hör mal, Kollege, wir hätten gerne unseren Anteil. Ja, sehr gut. Sehr gut, wir haben es geschafft. Oh, yeah. Cut has been collected. Sehr gut. Haben wir noch einen Dealer hier am Start? Ist Travis da? Ja, Travis ist da. Nee, das ist Malcolm. Ich verwechsel immer Malcolm und Travis. Na, super. Okay, dann kann sie auch gerne einfach noch eine Runde abdancen. Tanzen. Tanzen, tanzen, tanzen. Wir haben es gleich geschafft. Ich bin gespannt. Bin sehr gespannt. Tanzen, Runde, Kim. Gönn dir. Hi, Sophia, nochmal. Ich habe keine Kanalpunkte-Belohnung. Ich glaube tatsächlich, dass ich das aktuell noch nicht einstellen kann, oder? Ich weiß nicht, geht das erst, ich bin jetzt Twitch-Affiliate, aber manche Dinge gehen ja auch erst ab Partner, ne? Ah, ist das mit drin, Sunny? Das geht ab Affiliate. Ah, super. Doch, ist mit drin. Kanalpunkte sammelt ihr, glaube ich, schon, ne? Also ich glaube, die sammelt ihr dann jetzt immer schon regelmäßig und dann muss ich mal gucken, einfach was ich da jetzt mit der Zeit mal einstellen kann. Also man kann auf jeden Fall so auch immer schon was damit machen. Das sehe ich immer bei Daniel im Stream, ne? Also ihr könnt schon irgendwelche Emotes noch freischalten und so, genau. Ich habe schon gesehen, ich kann leider noch nicht so viele Emotes hochladen. Also ich habe das auf dem Schirm, aber müssen wir halt erstmal gucken, ob ich irgendwann Partner werde, ne? Das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Weil da müssen ja immer 75 Leute zugucken oder so. Oder 75, glaube ich. Und da sind wir, glaube ich, noch ein bisschen von entfernt. Mhm. Und dann kann ich so ganz viele coole Emotes machen. Oh mein Gott. Wir haben das Bestreben einfach komplett abgeschlossen. Das war die letzte Stufe? Wahnsinn. Also sie hat sich mit den Ellbogen durchgeschlagen und ist jetzt eine legendäre Partyplanerin. Sie hat dadurch das Merkmal Partyplaner halt bekommen. Sie kann jetzt Raves und Festivals hosten, ohne das halt als Dings zu haben. Wir haben 1600 Gewinn gemacht. Wow! Aber die Drogendealer, also wir hatten ja das letzte Mal die Vermutung, dass wenn die Dealer bessere Fähigkeiten haben, dass die dann eventuell besser verkaufen. Tun sie leider nicht. Die Dealer haben nur 145 gebracht, aber unsere Fees, unsere Eintrittsgelder, haben 4800 gebracht. Also klar, ein Promi-DJ kostet natürlich ultra, ne? Die hat 1600 gekostet, die Security 1200, das gönnen wir aber unserem guten Bruno. Und die Promotion hat 552 gekostet. Also sagen wir mal so, 1600 ist ein guter Schnitt. Ich glaube, das sind gute Werte. Das ist eine gute Einstellung, das so beizubehalten. Ja. Und jetzt reisen wir erstmal wieder nach Hause. Wenn wir dann zusätzlich in Zukunft wieder verkaufen können auf dem Festival, dann machen wir ja da auch nochmal gut gewinnen. Und ich glaube, dann ist das ganz nett. Also da könnte man auch mal überlegen, ob man das mit dem Collect a Cut einfach lässt, weil... Ja, ganz ehrlich, ne? So viel Gewinn bringt das jetzt auch nicht ein. Wichtig ist halt, dass die Eintrittsgelder, die bringen gut Kohle. Jetzt in dem Stadium. Und dann bin ich fein damit, ne? Wisst ihr? Und dann verticken wir da selber noch ein bisschen auf dem Festival. Dann ist super. Ja, voll geil. Mega. Aber jetzt wäre so die Frage, ob wir auch immer nur noch freitags und samstags ein Festival machen können oder ob wir das jetzt auch an anderen Tagen machen können. Einfach geschafft, Leute. Oh mein Gott. So, jetzt wisst ihr ja auch, was ansteht, ne? Jetzt müssen wir uns was Neues aussuchen. Aber wir haben nur 1800 Punkte bekommen. Das ist ein bisschen wenig, ne? Hätten sie mal ein bisschen mehr raushauen können. So, jetzt brauchen wir erstmal noch was Schönes für die Kim. Social Smoker. Ne, das hat nur irgendwas mit Nikotinabhängigkeit zu tun. Jetzt müssen wir mal reingucken, wie können sie Krabs immun machen. Nein, solange es das Ding gibt, ist das alles okay. Also, 1800 Punkte.
nicht genug Punkte. Wir könnten natürlich auf das Genügsam noch sparen, weil das ist nicht mehr so viel und Genügsam ist immer super, weil uns das nämlich dann... Ja, ich glaube, wir sparen auf Genügsam hier an der Stelle. Jetzt brauchen wir aber ein neues Bestreben. Das haben wir geschafft. Jetzt können wir mal gucken, was ist denn hier das Psychonaut? Research. Da geht sie, glaube ich, selber Hippie Flip. Have sex 3 times while high on Ayahuasca. Du Scheiße, drink Ayahuasca. Purchase drugs from the dark web. Ja, ich weiß nicht. Habt ihr Bock? Wollen wir sowas machen? Das ist, da ist dann natürlich auch noch ein bisschen mehr der Fokus, dass sie halt selbst auch mit Drogen experimentiert. Die Frage ist, wollen wir das machen? Ja oder nein? Könnt ihr gleich schon mal eure Meinung in den Chat schreiben? Ich guck mal durch, was es noch so gibt. Gemeine Herzensbrecherin. Ja, ist ein bisschen schade. Meisterin des Unfugs. Da wäre jetzt halt geil gewesen, wenn es da jetzt noch irgendwas gegeben hätte, aber da ist leider nichts. Da ist, glaube ich, auch nichts vom Basemental Drugs Mod. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Beliebtheit, Partylöwe, na, das, na, ich weiß nicht. Lykantrophie auf jeden Fall nicht. Broken Libido, nee, sehe ich bei ihr nicht. Sehe ich bei ihr nicht. Also Chat, was sagt ihr? Wollen wir Psychonaut mit ihr machen? Da müssen wir auf jeden Fall Cannabis rauchen, ein bisschen Research machen, Drogen kaufen, 2x Sex haben, wenn wir Pillen geschmissen haben und dann diesen Ayahuasca-Gedönse müssen wir machen. Klingt gut. Und dann müssen wir auch selber später Trip-Reports machen. Ja, also ich glaube, wir machen das einfach. Gönnen wir uns. Ihr seid dafür. Sehr schön. Dann kann sie das selber auch noch ein bisschen erforschen, was sie denn da eigentlich auch alles verkauft. Ne? Ist unsere Post da? Nein. Unsere Pflänzlis sind aber ready. Okay, lasst uns alles ernten und den Bereich jäten. Ach Mensch. So, das heißt, jetzt hat sie ja hier... Wo ist das denn? Partyplanner. Aspiring Partyplanner. Cool. Sehr, sehr cool. Sehr nice. Ah ne, genügsam ist sie ja schon. Genügsam hatten wir ja schon geholt. Ja, Mensch. Ja, Mensch, ja, Mensch, ja, Mensch. Aber, okay, dann lass gerade nochmal reingehen. Aber ich glaube, ich hatte nichts anderes gesehen, was mich jetzt angesprochen hätte. Wenn, sparen wir wieder auf irgendwas. Was gibt's denn hier? Kreative Visionärin. Man kann halt auch dieses unternehmerisch oder so werden in ihrer Karriere höher befördert. Nee, das brauchen wir nicht. Aber hier gibt's doch irgendwo dieses, wie heißt das? Markttauglich. Selbst hergestellte Objekte für mehr Simoleons. Da müsste ich halt mal recherchieren, ob das auch auf den Dingens wirkt. Das würde ich vorher, wenn, recherchieren wollen. Ob das auch auf die Drogen sozusagen Einfluss hat. Das müsste ich mir mal angucken. Nein. Nix nach unten. Ich will mal gucken, weshalb sie auch so... Sie ist wieder hitzköpfig. Okay. Okidok. Oh, ich glaube, hier riecht es schon langsam nach Essen. Ich glaube, Daniel bereitet schon unser Abendessen vor, weil das riecht irgendwie gut. Nee, Läuse frei kriegen wir auch mit Shampoo hin. Das kriegen wir auch so hin. Einfach im Festival-Outfit. Hast du gerade schon, bereitest du schon unser Essen vor, mein Schatz? Oh, weil ich riech. Nee, das brauche ich nicht. Ich wollte das Outfit wechseln. Ja, 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 ja. Alles gut, alles gut. Da werde ich mich dann nicht hinreißen lassen, wenn ich hier schon das Essen rieche, langsam. zu überziehen, Leute. Aber ich habe auch schon richtig Kohldampf, merke ich. Okay, also. Sie kümmert sich jetzt hier erstmal noch um die Flensles. Dann hoffe ich halt, dass wir jetzt heute noch wenigstens wieder die Zutaten hin rankriegen. Ah, Chemie. Also das Platinblond steht ihr auch echt extrem gut. Das finde ich geil. Aber wir werden sie höchstwahrscheinlich noch ein paar Mal umstylen, ne? Also das ist ja...
Das ist ja ganz normal hier, ne? So. Also wir müssen ja hier auf jeden Fall noch hier weiterkommen. Genau. Sim gets 20 customers, makes 500 und Level 10. Also da haben wir auf jeden Fall noch gut zu tun. Da werden wir auch noch vielleicht sie gleich nochmal ein bisschen... Ach, wie süß, er hilft uns. Das ist aber nett. Werden wir gleich nochmal ein bisschen lesen, uns einlesen und dass wir dann auch vielleicht schon im nächsten Stream definitiv mal das Ganze mit dem Kokain dann angehen. Wir müssen aber jetzt gucken, dass wir einfach wieder sozusagen halt richtig reinkommen und einfach wieder Pillen pressen können, um unser Budget wieder aufzufrischen. Oh, jetzt ist sie wütend. Ja, dann geh halt wütend kacken. Mach ein wütendes Häufchen und geh kalt duschen. Ein hitzköpfiger Sim kann ich immer seinen Ärger verstecken. Ja, ja, wenn er ein mieses Gespräch führt. Ja, toll. Ganz toll. Bruno. Du armes Ding. Du armes Ding. So. Sie pflegt jetzt mal noch ein bisschen... Die, da braucht kein, nichts nur hier, aber... Bereich Jäten. Die brauchen auf jeden Fall Pflege. Travis. Wir haben uns angefreundet. Jo. Wenn du das sagst, Travis. So, wie sieht's denn hier aus? Haben wir jetzt inzwischen wieder Weed? Nein. 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 Aber die können wir wieder verkaufen. Da haben wir wieder ein bisschen Budget. So, den restlichen Kram hatten wir ja bestellt. Das heißt, er ist bestimmt am nächsten Tag da. Okay, dann müssen wir noch einmal auf den Briefträger warten. Und dann kann sie jetzt gleich nochmal hier bei dem Kokain-Dealen da weiterlesen, bitte. Dass wir da noch ein bisschen leveln. So. Dass wir da noch ein bisschen leveln. Weil, da müssen wir nämlich dann gucken. Hier, genau. Setting your own work hours and be your own boss. Okay. Ja, ich bin... Also, das werden wir definitiv dann auch erforschen. Ich bin da sehr gespannt. Da haben wir aber auch auf jeden Fall wieder gute Anschaffungskosten erstmal. Aber das soll uns nicht scheuen, das trotzdem irgendwie voranzutreiben. Weil, wer hat es vorhin geschrieben? Level 2. Okay. Can use baby laxatives to cut high quality powder to lesser quality powder to increase her profits. Okay. Okay. Unsere Post war gekommen. Die gehen wir jetzt gleich abholen. Weil dann können wir, glaube ich, wieder die Pressmaschine anwerfen. Please. Ja, gleich. Ja, wir können wieder pressen. Oh Gott. Es wird aber auch Zeit. Dann machen wir die Green Chanel. Oh mein Gott. Yes. Open, open, open. Kannst du noch was pressen? Nein, alles schon wieder aufgebraucht. Aber ist egal. Dann verkaufen wir erstmal die, bis sie halt weg sind. So. Sehr gut. Das heißt, wenn die Kunden jetzt wieder anrufen, dann können die wieder vorbeikommen. Das ist doch super. Ach, guck mal, da ist noch jede Menge Weed, was wir hier queuen müssen. Do it. Do it, do it, do it. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Okay, perfekt. So. Der Laden ist wieder aufgefüllt. Welche coolen Möbel meinst du, Jago? Ach, sie schmeißt sich gerade selbst eine Pille, glaube ich. Okay. So. Bist du beschäftigt? Ich bin hier. Ja, schön für dich. Also, wir müssen research. 7 drugs on the computer. Dann fangen wir doch damit mal an. Und Forum. Research. Research Amphetamine. Machen wir. Machen wir. Damit machen wir jetzt auch hier wirklich Weiterbildung, ne? Ist ja wichtig. Und das kriegen wir dann, glaube ich, hin. Das kriegen wir hin. Mal erst ein bisschen Recherche.
Pilz. Ja. Kommen Sie vorbei. Wir sind wieder im Geschäft, Leute. Wir sind wieder im Geschäft. Ah, ist super. Sehr geil. Ah, meine Kategorie ist die ganze Zeit auf Just Chatting. Oh nein. Ja, jetzt ist auch egal. Ach, das habe ich komplett vergessen. Hallo? Wer war nochmal der Beauftragte hier? Wer hat es vergessen, mich zu erinnern? Unbekannte Anrufe. Moment, wer ist da? Ha, ha, ha. Soll ich so trotzdem noch ändern? Okay. Stopp. Ja, warte. Twitch Sims 4. Oh. Ja, danke dir. Danke, Sophia. Das ist noch... Ich weiß. Habe ich ja gemacht. So. Okay. Nein, ernsthaft, Sunny? Oh nein, es tut mir leid. Du hast es erwähnt und ich habe es nicht gesehen. Okay, also, ich bin nicht der Fan davon, wenn man mich irgendwie die ganze Zeit nur anbrüllt und immer wieder das Gleiche sagt. Aber bei dem darfst du dich gerne wiederholen. Weil dann habe ich es nämlich nicht gesehen. Sonst hätte ich es erwähnt und irgendwas dazu gesagt. Oh, dieser scheiß Saugroboter. Ja, ich bin so blöd dafür. Ach, ich bin ja auch ein Anfänger-Streamer, wisst ihr? Anfängerfehler. Also, du meinst hier dieses Bett? Alles gut. Lass mal gerade reingehen. Ich weiß nämlich gerade nicht mehr, von wem das ist, aber dann kann ich es dir sagen. Und zwar... Ach toll, so finde ich es auch nicht heraus. Chromium. Chromium Double Bed. Warte. Ja. Müsstest du unter Chromium finden. Ich weiß nicht, ob das von... Entschuldige, dass ich dich störe. Spende. Nö. Ich streame jetzt gerade mal so... Das ist, glaube ich, mein 10. Stream oder mein 11. Stream oder so. Ich glaube, länger habe ich noch... Ja, ich glaube, roundabout 10 Streams habe ich jetzt gemacht. Oh, dankeschön, Sunny. Danke. So, können wir ihm noch was vertickern? Aber jetzt ist auch, die Pillen sind jetzt wieder sehr günstig. Gerade habe ich das Gefühl, ne? Ah, nee, ihm können wir nichts verkaufen, weil er der andere Drogendealer ist. Naja, okay. Also, 8,8 sagt das Budget. Was? Oh, Blue Hearts können wir auch machen. Schnell! Kim, produzieren. Was sagt unser Weed? Das ist fertig! Yes, Leute, wir sind wieder voll aufgestellt. Voll aufgestellt. Oh, schön. Ja, das hat voll toll geklappt, weil die Leute sind ja auch komplett eskaliert hier. Der Support ist ja auch einfach nur grandios. Ihr seid einfach der absolute Burner. So, perfekt. Leute, wir sind wieder am Start. Hat auch nur den ganzen Stream gedauert. Selina, ich habe darüber nachgedacht, mir einen neuen Job zu suchen. Aber du bist doch Star-DJ. Du solltest deinem Herzen folgen. Ja, das wäre eine große Veränderung. Ich muss darüber nachdenken. Also wenn ich Star-DJ wäre, ich würde die Kohle weiter mitnehmen. Genau, ich mache auch YouTube, das ist korrekt. Und darüber kannten mich die meisten wahrscheinlich schon. Das ist true. So, was müssen wir hier nochmal alles... Ah, wir müssen erstmal warten. Okay, wir müssen erstmal warten. Was sagt unsere Plantage? Alles super, was willst du? Michael Bell, der Kreaturenhüter, kommt zu uns und hat ein Geschenk. Nun gut, da sagen wir nicht nein. Raoul, nee, bitte nicht. So, jetzt bin ich gespannt. Oh. Oh, Shigeru. Ja, Pillen, komm vorbei. Eine Postkarte. So, wie sieht's aus? Bist du anfällig für Drogen? Frage für einen Freund. Ach, lasst mich doch alle in Ruhe. So. Shigeru, du wolltest Pillen. Kriegst du. Unser Prozess noch nicht vorbei. Und sie schon wieder am Verticken, weißt du? Oh Gott. Oh Gott, ist egal. No risk, no fun. Ja. Erzähl mal lustige Stories über Weed. Oh.
Ihr wollt aber sie tollen. What in a cleaver? Sie auch einfach, ne? Ist ihr vollkommen egal. Steht einfach auf dem Flur und macht weiter, ne? Einfach auf dem Flur. Ganz casual. LeVar. Oh, Jarbin DeCool. Tina. Ja, ich verzicke nicht so viel auf einmal. Aber ich bin, das mit dem Budget, das hat mich heute hier, ne? Ich hab Ziele. 500.000 Simoleons, ich hab Ziele, Leute. Komm, ihn hier noch zum Viet, das wäre schon toll. Ah ja, toll. Toll. Hallo, die verkauft dem Michael Belder jetzt was zum Rauchen. Sell. Gehst du weg vom Fernseher? Komm, stehlen, Kim. Verkauf dem jetzt sein Weed. Sehr gut. Perfekt. Das ist ein Kontostand, der mir schon besser gefällt. So langsam wieder. Also, wäre zwar schön, wenn wir heute noch wieder fünfstellig geworden wären, aber... ich weiß noch nicht. Was steht denn da rum? Hat sie Hunger? Ah, kann sie essen, ne? Kannst du einmal essen, Kim. Wunderbar. So. Allein 45.000 für gutes Kokain. Das lohnt sich. Ach, was man dann an Gewinn macht? Krass. Okay, krass. Aber lasst mal gleich mal abchecken, was wir da sozusagen in Vorleistung bringen müssen. Weil ich glaube, das ist nicht ohne. Wir gucken jetzt gleich mal. Das ist wieder eine Pflanze zum Weiterentwickeln. Ja. Ja. Oh, das ist schön, dass wir da endlich mal ein bisschen besser werden. Oh, toll. So, ich lasse sie mal noch ein bisschen lernen. Sehr gut. Und dann will ich da nochmal reinstieren. Ja, ist okay. Kommen Sie vorbei, Weed kaufen. Gar kein Problem. Shigeru, wie wär's, wenn du einfach dich verpieselst? Einfach Tschüss. Und der Teller chillt auf dem Flur. So, Mutti ist immer noch gestresst, braucht schnell wieder Nachschub. Wir waren ja auch 2-3 Tage, glaube ich, raus aus dem Markt. Jetzt läuft's schon wieder. Okay, ich nehme wieder alles an, Leute. Das kann schon wieder nur schief gehen. Ich werde ausziehen und auf einer Parkbank ein Nickerchen machen. Und dabei liegst du, wette ich, im Bett. Willst du mich verarschen? Oh, sie hat wieder eine Pille geworfen. So. Ah, Purple Haze schon wieder ausverkauft. Naja, gut. Okay, und er wollte Pillen. Salim. Unser Lieblingsstalker. Cell. Verkauf schnell die Pillen, Kim. Super. Wir sind wieder bei 10.000, Leute. So gefällt mir das. So, ich will mal gerade noch ein bisschen... Achso, sie müsste mal pieseln. Dann mach das doch bitte. Das ist okay. Und sie hat sich eine Pille geworfen. Dann lasst uns mal gucken, was wir jetzt tun müssen als nächstes, um an das Thema Kokain ranzugehen. Mal schauen. Aber ich frag mich halt, wir haben gar nichts mehr wegen dem Prozess gehört, ne? Warte mal kurz. Warte, ich will mal hier gucken, was hat sie da? Ich brauche Zeit für mich. Kim möchte wirklich mehr Zeit damit verbringen, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Wie konnte sie nur annehmen, dass es eine gute Idee wäre, eine Beziehung einzugehen? Ja, ich habe ja gesagt, wir müssen das Thema beobachten mit der festen Beziehung. Ich glaube, also natürlich, heute habe ich Bruno auch sehr ignoriert, aber wir hatten halt Dinge zu tun, ne? Und wir hatten ein bisschen Probleme mit dem Gesetz und so. So, guck mal hier, Kokain Crate. Der ist aber... Da ist jede Menge Zeug drin, können wir uns aber sowieso nicht leisten. Dann haben wir hier... So average quality, ne, also halt so mega mittelmäßige Qualität. Hefty amount of Kokain. Okay, und high quality könnten wir uns jetzt gerade eh nicht leisten. Ha. Aber das ist natürlich ganz schön viel Kohle.
Speed. Nee, Speed wollen wir noch nicht ran. Wir wollen das mit dem Kokain ausprobieren. Also 7-3 bin ich jetzt gerade ein bisschen zu vorsichtig, die jetzt schon auszugeben. Wir werden mal gucken, dass wir noch ein bisschen mehr ranschaffen. Weil wir müssen ja dann auch noch wieder Material kaufen, um weiter Pillen zu pressen. Weil die an für sich verkaufen die sich echt gut, die Pillen. Muss ich sagen. Und auch das Weed, wenn es denn dann mal läuft, ne? Ah, Kimi, da geh halt duschen, Maus. Dann bist du danach wieder frisch. So, dann lern mal noch ein bisschen was hier zum Thema Kokain. Sehr gut. Und dann werden wir einfach bis wirklich im nächsten Stream gucken, dass wir das noch ein bisschen hochgetrieben bekommen. Und jetzt ist das Buch hier schon... Ja, sie lernt nichts mehr. Jetzt muss ich das nächste Buch kaufen. Bücher kaufen, das ist nämlich auch so teuer, ne? Egal, wir müssen es ja lernen. Und aktuell können wir noch nichts verkaufen, deswegen... Oh mein Gott, 2000! Kann ich ansonsten öffnen? Kann ich das eine nicht wieder verkaufen? Ja, das bringt mir 1600. Sehr gut, das verkaufen wir wieder. Perfekt. Können wir das auch verkaufen? Stimmt, ne? Ein Simoleon, wow. Wow. Einfach mitten auf dem Platz. Oh, Leute, ganz ehrlich, ne? Also Marvin ist auch wirklich anders. Der hat ganz andere Probleme, habe ich das Gefühl. Habe ich jetzt das andere verkauft? Habe ich jetzt das Falsche verkauft? Ach nee. Band 1. 800. Jetzt haben wir auch noch Verlust gemacht, Leute. Nee, nicht lesen. Nicht lesen! Das ist mal wieder absolut beste Seite von mir. Nun gut. So, und jetzt wäre es schön, wenn du das lesen würdest. Wie heißt dieser Band? Ach, das ist die Postkarte. Ja, die können wir auch noch mit aufhängen. Da, schön. Ach, Leute. Okay, sie will pennen. Ich habe keine Chance. Ich muss jetzt los. Ja, schön für dich. Schön für dich! Salim, ist auch überhaupt nicht schlimm. Wir haben gar nicht gemerkt, dass du da warst. Ach, es geht dir so, wieso geht's dir denn so schlecht, Kim? Dann mach halt das Disco-Nickerchen jetzt, bitte. Aha. Es geht dir irgendwie besser. Jetzt hast du auch mal einen frischen Tampon reingeschoben. Super. Kannst du jetzt bitte Band 2 lesen? Wieso lernt sie denn da jetzt auch schon wieder nichts? Hä? Jetzt bin ich maximal verwirrt. Jetzt bin ich maximal verwirrt. Bei Band 1 hat sie doch vorhin auch nichts gelernt mehr. Ah doch, jetzt ist er da. Ich dachte gerade so, hä? Es backt wahrscheinlich einfach nur ein bisschen rum. Das ist okay. Damit können wir leben. Aber geht der Skill dann überhaupt hoch? Nö. Lieben wir. Scheiße. Ach nee. Aber das werden wir jetzt heute auch nicht mehr fixen. Also da ist es mir jetzt dann auch egal. So, MDMA Powder müssen wir wiederholen und Silikondioxid. Okay, dann bestellen wir das mal gerade schon wieder noch, dass wir das schon mal da haben. Dann können wir noch andere Art Pillen, wobei wir haben eigentlich momentan, wisst ihr was, wir lassen das mal. Wir haben ja noch genug Pillen, die müssen wir auch erstmal alle vercheckern. Ich muss ja nicht alles anbieten. Na, hier haben wir noch 96 und da noch 91, also reicht ja eigentlich auch. Wir packen ihr mal ein Dings aus, damit sie nämlich auch, unsere Bongen haben die uns auch weggenommen, die Säcke? Nee, also so aber nisch. So aber nisch hier. Da haben die einfach unsere Bongen weggenommen. Ist ja Wahnsinn.
Cis. Cis, 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 cis. So, warte mal kurz. Ich muss hier, glaube ich, noch. Inhalts. Nutzer definiert. So. Ich muss uns eine neue Bon holen. Die Schweine, ja, ist echt wahr. Guck mal, kriegst du die hier. Ist ja auch letztendlich real. So. Smoke. Haben wir denn da jetzt eigentlich auch schon mal eine bessere Qualität? Ja, Qualität normal. Das ist der bessere Stuff, Kim. Gönn dir jetzt den guten Stuff hier. Sehr schön. Weil das muss sie ja dann auch mehrfach machen, ne? Viermal. Die Animationen davon sind echt so, so gut gemacht. Nach einem Safe gucken, wo du das Zeug verstecken kannst. Ja, ich werde das, also, ich glaube, meintest du jetzt, ja, einen Safe, genau. Ja, ja, irgendwas, um das Material sozusagen zu verstecken. Das wäre auf jeden Fall eine super Sache. Da mache ich mich definitiv nochmal schlau bis zum nächsten Stream, dass wir das auf jeden Fall am Start haben. Guck mal, was steht denn da? Kannst du aufräumen. Ja. Sehr gut. Und hier kannst du nochmal ernten gehen. Kannst du auch hier wieder ernten? Ja! Also jetzt langsam läuft's mit den Pflanzen. Da bin ich sehr zufrieden. Das hat am Anfang so lange gedauert. Aber dass die jetzt mittlerweile immer so schnell wieder ready sind, ist halt geil. Muss man ganz ehrlich sagen. Das läuft. Aber man muss halt auch eine gewisse Anzahl an Pflänzles haben. Ne? Also die Plantage dürfte nicht kleiner sein, habe ich das Gefühl. Oh. So, hier und unsere geilen neuen Sorten bitte auch. Ja, auch wenn sie so ein Joint rauchen. Joint rauchen. Es ist wirklich gut gemacht. Sehr geil. So, hier musst du auf jeden Fall noch den Bereich jäten. Und hier musst du auch nochmal alles ernten. Und, oh, Paradiesvogel Blommer ist auch wieder am Start, alles ernten. Dann kommen wir wenigstens da immer wieder auch so ein bisschen an Cash. Bruno einfach dauerhaft am Pennen. Genau, also das läuft ja schon ganz gut. Da können wir uns auch, glaube ich, nicht so beklagen. Ulrike Faust, what do you want? Ich finde Tom Piepen echt süß. Also das musst du selber entscheiden, ganz ehrlich. Ich judge nicht über Tom Piepen, aber mein Typ wäre es jetzt nicht, ne? Okay, so, dann verkaufen wir erstmal, stopp, Mehrfachauswahl, die hier. Die gehen erstmal wieder weg. Perfekto. 9000. Ja, das mit dem Kokain-Dings, das ist schon kostenintensiv. Muss man schon sagen, ne? So, dann werfen wir. Ja, genau, das ist der Spanner. Ganz genau der ist es. Ganz genau der. Perfekt. 352, okay. Ich glaube, Dingens ist ausgezogen, ne? Und das, obwohl wir so viele Zimmer hier haben. Nee, iss den bitte auf. Wieso holst du dir erst den Salat? Kim, das war schon richtig. Salat. So, was haben wir hier? Flohmarkt. Nee. Wobei, ach, wir hätten doch fahren sollen, weil wir können da was verticken. Okay, Leute, komm. Letzte Aktion. Wir fahren zum Flohmarkt und vercheckern da was. Zum Flohmarkt. Können wir Bruno mitnehmen? Ja, können wir. Und vielleicht nehmen wir noch... Vielleicht nehmen wir noch... Hier, sie ist ja unsere Kundin. Die nehmen wir auch noch mit. Ist Nosi? Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen, aber Hallöchen, willkommen und ganz lieben Dank für dein Follow. Anaya. Komm, wir nehmen Anaya mit und Shigeru will sowieso immer was kaufen, den nehmen wir auch mit. Auf geht's. Zum Flohmarkt. Okay, von der Schule kommen bei... Geil. Jo, das ist natürlich auch nett. Ja, man müsste das eventuell so auch in der Intensität irgendwie einstellen können, ne? Das wäre vielleicht auch ganz cool. Ja. Aber ich finde, den an für sich ist der schon gut gemacht, muss man sagen. Auch ganz schön realistisch soweit, ne? Ganz schön realistisch. So.
Dim, 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 dim. Perfekt. Erstmal, Shigeru, du willst doch bestimmt was haben. Sehr gut. Perfekt. Und sie will doch bestimmt ein bisschen Gras. Nee. Was? Oh. Achso, er findet es immer noch heiß. Okay. Kaufen? Kim, brennst den. Das reimt sich sogar, aber Kimi, nein. Bitte verkauf dir ein bisschen Cannabis. Ist es mutig auf offener Straße? Ich weiß es nicht. Expensive. Das war der letzte Rest. Ah, nee, da gibt es noch. Hör mal, da gibt es noch. Sehr gut. Currently queuing. Okay. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Und die sind auch noch in the making. Alright. So, dann lass doch mal gucken noch. Oh! Oh. Bruno! Alter, bist du eigentlich bescheuert? Ich krieg hier einen halben Herzinfarkt. Meine Herren. Gib mir mal ein paar Geselligkeitstipps. Das da war nicht so eine geile Nummer. Oh Gott, voll erschrocken, ey. Voll erschrocken einfach. Hier, dann verkauf ihr mal noch ein paar Pillen. Ja, der saß auf jeden Fall. Und ihm kannst du noch ein bisschen Cannabis verkaufen. Ah, sie hat kein Geld mehr. Und er auch nicht. Ah, wie krass. Wie krass, okay. Gibt's hier irgendeinen Schrebbelschrott, den wir uns kaufen wollen? Nö, eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Wir haben einfach unsere Kunden komplett ausgenommen. Okay. Nö, alles gut. Ah, guck mal hier. Lanola ist auch am Start, oder? Ist doch Lanola, ja, genau. Sie ist noch keine Kundin, ne? Schnack mal ein bisschen mit ihr. Hillary. Ja, Freundschaften sind immer toll. Wieso ziehst du denn dann keine... Du hast doch alles um hier deine Periode und so. Schätze können. Da mach doch halt auch. Wie sie sich zur Toilette schleppt. Schneller! 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 Und dann erstmal Tom Pippin begrüßen oder was? Du bist doch bescheuert. Also, kann mir einer manchmal Sims erklären, bitte? Was, kann mir das manchmal einer erklären? Ah, geht doch. Jetzt geht's ihr besser. Okay, sie ist hundemüde. Ah. Okay, sie hatte ja keine Kohle mehr, ne? Einfach pleite, die Gute. Ah, hier, guck mal, Joffrey. Joffrey kennen wir noch nicht. Ich dachte, es wäre Malcolm. Die sehen auch einfach alle gleich aus, die London Crabs. Ja, sie ist keine Kundin, aber wir können Anaya auch mal Hallo sagen. Wir sagen mal, oh, sie hat gerade sich angeraucht. Und legt sich hin schlafen. Es geht ihr nicht so gut, ne? Es geht ihr nicht so gut. Können wir einfach mal, bitten, Krankenhaus zu besuchen, aber das ist ein Streich. Kennenlernen. Auf geht's. Sag mal deiner Freundin Hallo. Und sie muss auch pieseln. Ein Traum. Okay, er möchte Weed kaufen, der Malcolm. Pass aber auf, dass dein Vater dich hier nicht sieht. Ne? Der Joffrey ist nämlich auch am Start. Letzte Aktion, wir verkaufen jetzt dem Guten noch ein bisschen Weed. Und dann fahren wir wieder nach Haus. Ist er das? Nee. Wo ist er? Wo bist du denn? Malcolm. Er ist nicht da. Ich glaube, er ist nicht da.
Nein, ich glaube, wir sind da. Das ist Joffrey, ne? Ja. Ja, yeah. Alright, ab nach Hause. Ah. Kisten, Schränke, sowas. Kann sie Drogen verstecken? Weiß gar nicht. Gibt's. Ah ja, perfekt. Ist eine Option, die du entdeckt hast. Okay. Perfekt. Wer wollte was kaufen? Das war doch. Wir nehmen ihn einfach mal mit. Malcolm. Okay. Ja, dann muss ich mir das wirklich nochmal angucken mit dem Verstecken. Das wäre halt auf jeden Fall mega, dass wenn wir... Ach, geil. Wenn ich es im Inventar habe sogar... Oh, das wäre natürlich noch Bombe. Weil das ist ja irgendwie blöd, weil ich muss es ja auch immer noch verkaufen. Und dafür muss ich es ja, glaube ich, im Inventar haben, ne? Ich muss mir das nochmal angucken. Das werden wir herausfinden. Aber es ist halt irgendwie witzig, dass zum Prozess halt nichts mehr rauskam, ne? Ich muss nochmal gleich aufs Telefon gucken, ob wir da nicht irgendwas verpasst haben oder so. Was? Woher haben wir das jetzt alles gekriegt? Ich weiß es nicht. Nee, nicht Wicked. Nix Wicked mit ihm. Nick ist er. Drax? Cell. Habe ich das gerade aus Versehen weggeklickt? Kann sein. So. Zweimal das teuerste. Ah, sehr schön. Ja, Bruno. Okay. Wir machen noch ein bisschen was für den Garten. Und dann sind wir auch eigentlich hier schon durch für heute. Jetzt gucke ich gerade noch mal, ob ich irgendwas verpasst habe wegen dem Verfahren. Mach mal eine Simstagram-Story dann auch noch. Aktualisier mal deinen Status. So. Also, ich habe nichts bekommen. Hier sind keine Optionen oder so. Nix. Auch hier nicht. Doctor's Appointment. Ich kann auch witzigerweise, kann ich ja auch meine Anwälte gar nicht mehr kontaktieren, ne? Lass mal hier gucken. Kann ich hier noch irgendwas machen? Nö. Also ich kann tatsächlich da nichts mehr machen. Wir hatten ja einfach nur... Warte mal, wir scrollen mal nochmal zurück. Sekunde. Das war ja nicht... Oh, ist eine Weile her. Ist eine Weile her. Ist eine ganze Weile her. Da. Kim's trial is starting now. Best of luck. Chances are she's going to need it. Also in real life vor 2 Stunden. Aber ich habe seitdem... nichts mehr bekommen. Wir haben dann das Festival gemacht. Nee. Also ich glaube, da müssen wir mal gucken, dass wir das irgendwie beim nächsten Mal herausfinden, Leute. Müssen wir einfach mal schauen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber wir werden es herausfinden. Ne? Wir werden es rausfinden. So Stück für Stück. Sie ist jetzt auf jeden Fall hundemüde. Dann leg dich doch vielleicht in dein richtiges Bett, Schätzeken. Ja. Da haben wir auf jeden Fall ein bisschen was zu tun fürs nächste Mal. Definitiv, aber ich freue mich schon drauf. Ich bin vor allem halt auch, wie gesagt, dann gespannt, was sozusagen das Verfahren machen wird. Also, ob da überhaupt irgendwas rauskommt. Ja, das werden wir dann mal sehen.